Funktioniert. Das ist mein erster Stream mit Bild und euch ohne Magie seit einem Jahr oder sowas. Ihr habt recht, ich bin wirklich sehr dunkel. Aber das ist ja egal. Es geht ja nicht um mich. Hallo Leute, ihr seid hier, um mit uns heute die Borberat-Kampagne zu spielen. Und jetzt haben wir gerade gemerkt, wir sind gar nicht genug Leute dafür. Dafür haben wir zwei Autoren da. Ich bin nicht Maike Stritter, auch wenn das unten bei mir eingeblendet wird. Die anderen Beteiligten sind die Leute, deren Namen unten eingeblendet werden. Das ist schon mal von Vorteil. Wir hätten eigentlich die Maike heute hier gehabt, um weiter die Borberat-Kampagne aus der Sicht der Bösen zu spielen. Die Ivy kann vielleicht auch gleich erzählen, wen sie denn da gespielt hätte. Und wir hätten auch gerne die Iris dabei gehabt und den Oliver Hoffmann. Aber aus Gründen kommt das jetzt nicht zustande. Deswegen machen wir jetzt was stattdessen, liebe Leute? Wir improvisieren, das, was Storytelling immer ausmacht. Wir arbeiten mit dem Publikum, was immer da ist. Machen irgendwas, was einen Talk simuliert. Wir sollten über Dinge reden, mit denen wir uns auskennen oder auch mit denen wir uns nicht auskennen. Und nicht spoilern sollen wir dabei. Möglichst, aber das wird nichts. Und Ich Dinge fürchte, machen, das wird nichts. und Dinge machen, die unseren Zuschauern und Zuschauenden Spaß machen, würde ich sagen. Genau. Und wie man bei Eevee sieht, Cat-Content präsentieren. Das mit dem Nicht-Spoilern müssen wir gleich nochmal genauer definieren. Wir haben nämlich vor, jetzt heute Abend ein Gespräch vorzuziehen, das wir eigentlich nach dem Abschluss von Siebenstreich führen wollten, indem wir, wie wir das bei den meisten Abenteuern der Kampagne bisher gemacht haben, einfach nochmal mit den Schöpfern über das jeweilige Abenteuer sprechen. Das hatten wir auch bei Bastrap und Spann vor. Leider hat die Frau Heike Kamaris bisher nicht reagiert auf unsere Anfragen und wie wir alle wissen, ist der Jörg Radatz ja leider verstorben, der das Abenteuer auch mitgeschrieben hat. Deswegen müssen wir Bastrap und Spann erstmal ausfallen lassen und springen dann zurück direkt zu Siebenstreich und machen eigentlich die ganze Reihenfolge der Kampagne in diesem hinter den Kulissen Making-of-Blick damit kaputt, weil Siebenstreich ja gar nicht das nächste Abenteuer wäre, sondern das wäre Roalds Versprechen, das die beiden Herrschaften hier links im Bild zusammen geschrieben haben damals. Aber wir haben gesagt, das spielen wir nach Siebenstreich. Und warum wir das gesagt haben und ob das eine blöde oder eine gute Idee ist, darüber können wir auch nochmal reden. Und deswegen wird erst über Siebenstreich gesprochen. Und wir klammern Rohals Versprechen aus bei dem Gespräch heute Abend, obwohl wir eigentlich darauf aufbauen müssten und spoilern Rohals Versprechen nicht. Aber Siebenstreich spoilern wir, obwohl wir das auch noch nicht durchgespielt haben. Das ist. Okay, das sind klare Regieanweisungen. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas davon einhalten kann, aber Ich auch nicht. ich weiß, wo wir hinwollen. Gut. Also wir haben Siebenstreich zu 80% durchgespielt in unserer Version. Wir haben es sowieso sehr stark geändert. Ich glaube, es sind nur zwei von den sieben Teilabenteuern dann übrig geblieben im Endeffekt. Und eins davon soll diesen Mittwoch gespielt werden. Das wird auch passieren. Und danach haben wir das abgehakt, sozusagen. Das wird, so wie ich die Andeutung verstanden habe, einer der Teile von Hadmar sein. Hadmar hat den Rohezahl teilgeschrieben. Soweit ich weiß, ja, Okay. beziehungsweise ich könnte noch mal gucken. Und ja, dritter Zug, Rohezahls. Sehr schön. Gut. Wir wollten das Ganze auch so aufziehen, dass ich habe ja extra nochmal Ivy gebeten, mitzumachen, damit sie die schlauen Fragen hier stellt, während ich ja eher so ein bisschen außen vor stehe bei der Kampagne. Und natürlich darf der Chat Fragen stellen. Also wenn ihr zur Borberat-Kampagne, zu DSA, zu Retro-DSA oder zu irgendwas Fragen habt, die ihr gerne den Beteiligten hier stellen wollt, dann raus damit. Ich werde sie dann vorlesen. Ivy, vielleicht magst du für den Anfang kurz zusammenfassen, was wir bisher geändert haben für Siebenstreich, warum und wie wir es anders machen. Ja, also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Original Siebenstreich vor so grob 20 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gelesen. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so frisch. Ich glaube aber, das war deutlich anders, als wir das jetzt so grob mitgekriegt haben. Ich Mit glaube, Sicherheit. im Original fing alles an mit einer 12-Götter-Tjoste der Rondra-Kirche, wenn ich nicht völlig falsch liege, bei der das Schwert der Schwerter quasi gesagt hat: Hui, wir haben da in dieser Schlacht unsere Heermeisterin verloren. Das war, glaube ich, in der Schlacht auf den Walusianischen Weiden. Und wir brauchen dringend eine neue. Und man denkt sich als allererstes mal: Hat die Rondra-Kirche denn jetzt nichts Besseres zu tun, als hier irgendwie 12-Götter-Tjoste zu machen? Es ist doch Krieg. Ja, da könnte man doch auch was Sinnvolleres mit seiner Zeit tun.
tatsächlich entpuppt sich das Ganze dann als eine wahnsinnig geschickte Finte der Rondra-Kirche. Die machen das nämlich eigentlich nur, weil sie in Wirklichkeit heimlich, ja, die Rondra-Kirche heimlich, Siebenstreich wieder schmieden wollen, das legendäre Heldenschwert, was vor vielen, vielen Jahren in 7 magische Kelche eingeschmolzen wurde, die quasi über ganz Aventurien verteilt sind und verborgen wurden. Und nur in größter Not, huiuiui, sollte dieses Schwert einst wieder erstehen. Ich sag das jetzt so einfach so salopp, ne? Und das ist dann quasi so der hintergründige Plot. Vordergründig kann man natürlich auch Dinge auf dieser Tjoste tun. Und im Wesentlichen geht es dann darum, so, ich glaube nicht alle, aber die meisten dieser Kelche irgendwie zu besorgen. Und das Abenteuer bietet halt an, dass man das machen kann, eben mit den 7 Gezeichneten. Man könnte aber auch mit einer Parallelgruppe teilweise Sachen besorgen, weil da auch Dinge gleichzeitig passieren. Und es wird dann sehr schnell sehr komplex. Also auf sehr vielen Ebenen passieren sehr viele Dinge zu sehr vielen Zeitpunkten. Und ein Kelch, den wir auch tatsächlich besorgt haben, war der Kelch des Humus, glaube ich, der in der Dämonenbrache am Grab des heiligen Luther verborgen war. Und Dämonenbrache liegt schön zentral, denkt man sich, ach, easy, ja, so von Gareth aus, netter Spaziergang, ist aber gar nicht so lustig. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in unserer Umsetzung da, ich würde jetzt nicht sagen Glück gehabt haben, wir haben schon ziemlich auf die Fresse gekriegt, also und ziemlich heftig. Und wir hatten auch noch Galotta dabei, der uns, glaube ich, das war doch Galotta, war es Galotta? Bei euch war der Gegenspieler Galotta, in der Originalversion ist es natürlich Balfomor von Ponin und wir haben uns bei der Verdichtung der Kampagne in Let's Play entschieden, dass wir alle anderen halbgöttlichen, unglaublich mächtigen schwarzen Magier aus der Kampagne eher rauslassen und uns auf Borbarat fokussieren. Weil sowohl Balfomor als auch Abu Terfas ablenken, finde ich. Ja. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn man in einem Jahr durchkommen will, dann kann man es mal vielleicht ein bisschen entschärfen. Das war schön. Also ich meine, zumindest ein Großteil unserer Gruppe kannte Galotta ja auch schon und hatte Grund, ihn so richtig, richtig kacke zu finden. Das heißt, es war eigentlich sehr logisch, den da mit reinzubringen. Genau, und wir sind dann halt dahin, haben richtig, richtig fies auf die Bratze bekommen und aber diesen Kelch besorgt. Und ich erinnere mich daran, weil wir den Teil des Abenteuers damals auch sehr großzügig bespielt haben, dass man da halt auch sehr viel Recherche macht noch vorher, bevor man irgendwie mit diesem Kelch überhaupt, man muss erstmal rausfinden, was ist da passiert, wie ist die Legende von Luther, was ist mit dem passiert, wo liegt der überhaupt begraben, ach, in der Dämonenbrache ist das gut, dann muss man sich da hinschnetzeln und dann da auch noch irgendwie Dinge tun. Wer hat denn den Teil geschrieben, weißt du das? Oder weißt du das einer der Anwesenden? Oder war das einer der Anwesenden? Das müsste von Lena und Timo gewesen sein. Okay. Lena Falkenhagen, glaube ich, brauche ich nichts vorzustellen, und Timo Gleichmann, Saltatio Mortis, die Band, die Mittelalterband. Genau, die beiden haben das gemacht. Hämmert, glaube ich, normalerweise auf Tierfällen rum, oder? Ja, nicht mehr. Der ist ja, soweit ich weiß, nicht mehr aktiv auf der Bühne, sondern macht halt Management. Ja, okay. Er ist ja mittlerweile verheiratet und das wüste Rockerleben ist dann irgendwie... und Vater geworden, genau. Ja, aber tatsächlich genau der Timo Gleichmann, also... oh Gott, hast du seinen Künstlernamen, Hartmar? Lasterbalg der Lästerliche. Ja. Weil hier in Siebenstreich mitgeschrieben hat auch Falk Irmenfried von Hasenmümmelstein. Das also ist Gunter Kopf, ja. Genau. Den ich kennengelernt habe als den Chef des Terminal Entertainment in Karlsruhe, wo er mir sehr viele DSA-Abenteuer verkauft hat. Ich glaube unter anderem auch welche, die er selber geschrieben hat. Ach stimmt, du bist ja aus Karlsruhe, das heißt, dass du dich Gunters Laden kennst. Ja, ja, klar, es ist ja die Band ist ja auch eine Lokalberühmtheit für Karlsruhe, Mannheim, die Region. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob wer jetzt da aus Mannheim kam, wer aus Karlsruhe, wer von woanders, aber sie haben in Karlsruhe Proben immer mal wieder gehabt. Sie haben in, wie heißt der Keller in Karlsruhe, das wo auch der, irgendwie Mozart... Die Kulturruine war das. Die Kulturruine, da war ich oft. Ja. Meine DSA-Gruppe war da stehen. Also du bist Timo auch ist, ja. Timo ist aus Pforzheim, das kann ich mich erinnern, weil ich als Österreicher den Armin damals das erste Mal hörte und dachte, wer braucht Fantasy-Orte in Aventurien, wenn es Pforzheim gibt? Ja, die Witze
Okay, ich hatte das, wenn man aus der Gegend von Karlsruhe und Pforzheim kommt, ja, ich bin direkt dazwischen aufgewachsen, dann vergisst man, wie lustig dieser Name ist. Genauer gesagt, komme ich aus Busenbach. Ja, ich komme aus Mondsee, am Fuß der Drachenwand. Da hat auch einmal irgendjemand gesagt, na, aus dir musst du ja ein Fantasy-Autor werden. Das ist schon cooler. Ja, und das, dementsprechend, wenn ich Darmstadt höre, gehe ich immer davon aus, dass es die Hauptstadt der Zombie-Königin ist zum Beispiel. Also das ist für mich mein Leben lang so. Wenn ich Namen sehe, dann fängt mein Hirn zu arbeiten an. Darmstadt ist die Hauptstadt der Zombie? Also ich bin sicher, dass Darmstadt würde ich auf einer Fantasy-Karte bestimmt eine Zombie-Hauptstadt nennen. Okay, du hast nicht die Direktverbindung zwischen Darmstadt und Pforzheim, dass das irgendwie Das habe ich jetzt nur. Das habe ich jetzt dir überlassen, sonst heißt es, wir Österreicher denken so. Aber nein. Ihr seid eleganter mit euren Witzen, ja, das ist schon wichtig. Aber das Ganze, den ganzen Talk schon mal richtig low anfangen, ja, ist ja, natürlich. Ja. Kann man so steigen. Wo ist das Niveau? Dafür bin ich da. Ja, wo waren wir? Wir waren bei Humuskelchen und Dämonenbrache. Genau, und das ist, glaube ich, auch der, also das ist ja, glaube ich, so grob der einzig offizielle Teil dieses Abenteuers, den wir bespielt haben, weil zumindest an bisher. Die Episode, die wir in Isilia jetzt hatten, an die kann ich mich so nicht erinnern. Nee, das ist, was wir jetzt in Isilia in der letzten Folge gespielt haben und auch am Mittwoch noch kurz weiterspielen werden, ja. Ist sehr nah an dem Abenteuer, dass der Uli Kneiphoff, glaube ich, geschrieben hat für die Wunderwelten, wo oder das Szenario. Letzten Tage von Isilia. Genau, ja. Wo es im Grunde halt nur darum geht, diese Belagerung zu überleben und zu entkommen. Ja, und das, was bei Zwergs zu Hause war, ist ja aus Brogas Blut zu teilen. Genau, ja, da haben wir recycelt, was wir selber schon mal gestreamt hatten oder was wir vor Jahren schon gespielt hatten in Brogas Blut. Was das heißt, ihr habt die offizielle Handlung abgeändert. Ich meine, ja, krass, ne? Also das, wozu ich euch seit Jahrzehnten auffordere, ist selbstverständlich natürlich genau da. Bitte spielt es nicht so, wie es geschrieben worden ist, sondern spielt es, wie es immer es euch passt. Sehr coole Mischung, finde ich das, ja. Der Hintergedanke war, ja, Thomas? Ja, ich wollte gerade auf Hartmann antworten. Da ist das Publikum schon stark geteilter Meinung. Also da gibt es deutlich Kanon-Freunde und da müssen wir uns anstrengen, die Leute zu überzeugen, dass das in Beventurien doch geht. Genau, deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir spielen nicht das offizielle Aventurien, was natürlich direkt dafür gesorgt hat, dass ein paar Leute sich von vornherein gar nicht angeschaut haben, weil wir machen es ja nicht richtig. Ja, es ist ja nicht das Abenteuer, wie es von euch Göttern des Rollenspiels erdacht wurde, sondern es ist unsere dreiste Adaption in ein anderes Medium. Das kann ja nur scheiße sein. Ich zitiere jetzt nur ganz wenige Leute, die mir das gesagt haben. Die meisten in unserem Umfeld waren bisher relativ zufrieden damit. Aber wir dachten uns halt in dem Fall einfach, die ersten drei Abenteuer haben wir schon, bis auf die Kürzung, sehr nah an der Vorlage gespielt. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, wir ändern viel und Albtraum ohne Ende und Sterbliche Gier und Pforte des Grauens war bis auf Verdichtung eigentlich noch und die kleinen Twists, die wir eingebaut haben, damit Thomas ein bisschen Überraschung hat, sehr nah an dem, was sie geschrieben hat. Na, wenn man schon jemanden dabei hat, der sein eigenes Abenteuer spielen darf oder muss, dann kann man ja versuchen, das ein bisschen abzuändern. Aber dann nach Bastrap und Spann ist ja in der Kampagne eine sehr große Lücke. Da ist ja, glaube ich, ein oder zwei Jahre, in denen die Gezeichneten wenig tun und man eigentlich die Nebenlinie-Abenteuer mit ihnen spielen müsste, damit man diesen Krieg mitbekommt. Weil es setzt ja erst dann wieder in Rohals Versprechen ein, wo vieles schon eskaliert ist und man versucht, das Ruder nochmal rumzureißen. Und wir haben uns dann halt gedacht, wie wäre es, wenn wir jetzt diesen Krieg auch nochmal einkürzen und die Gezeichneten dahin schicken, aber mit einer konkreten relevanten Queste, nicht einfach nur geht dahin, erlebt den Krieg, sondern die sieben Kelche, die ihr am Ende der Kampagne eigentlich finden solltet, beziehungsweise die werden ja angeliefert, die meisten kommen ja dann zur Heerschau und man muss dann höchstens den Leuten entgegenkommen und in die Kelche abholen, aber nur, ich glaube, zwei holt man wirklich dort ab, wo sie gelagert werden. Wie wäre es, wenn wir das einfach so machen, dass die Kelche da liegen, wo gerade eben die Kacke am Dampfen ist und dann müssen die ganz schnell dahin diese Kelche einsammeln und wir machen den Siebenstreich Kram, bevor dann der ganze Mystizismus aus Rohals Versprechen über uns hereinbricht. Und dann haben wir das schon mal abgehakt und müssen nicht kurz vor Ende der Kampagne noch sieben Fetch-Quests aufmachen. Was jetzt keine Kritik sein soll an der ursprünglichen Struktur der Kampagne, aber ich glaube, aus den bisherigen Gesprächen rausgehört zu haben, dass es ja auch teilweise einfach ein bisschen dem Chaos
und der redaktionellen Arbeit, die Hartmann ja schon öfter kritisiert hat, geschuldet war, dass solche Dinge teilweise erst Nachgedanken waren. Oder Hartmann? Ja, naja, was heißt kritisiert? Ich versuche es einfach realistisch zu beschreiben, wie es war. Es ist, wir sind ja, das war ja alles sehr, sehr improvisiert und wir haben das ja alles zum ersten Mal gemacht. Also zum Beispiel konkret, weil du gerade diese eineinhalb Jahre Pause ansprichst, das hat sehr damit zu tun, dass wir halt strukturell sozusagen die ersten Abenteuer fraktal ausfächern in ihren Möglichkeiten und wir dann eine möglichst offene Bühne lassen wollten, aber ab dem fünften, in einer Siebenteiler muss ich ab dem fünften ja wieder einsammeln anfangen und langsam wieder die Fäden zusammenführen anfangen. Und dafür waren halt, vereinfacht gesagt, diese zwei Abenteuer, dass Rohalt sozusagen ein bisschen mehr so das intellektuelle, strategische, diplomatische und die Sieben Streich als die Fetch-Questen, also das manifeste, konkrete, was man machen kann. Ich muss den Spielenden einfach Möglichkeiten geben und dann muss ich es aber auch langsam wieder zusammen, weil Kanon kann ja nur entstehen, wenn wenigstens irgendwie eine Gemeinsamkeit am Ende, man sich halbwegs darauf einigen kann, was in den Timelines so passiert ist, in den verschiedenen. Ja. Und ja, was das Chaos angeht, also ich meine, wir dürfen nicht übersehen, dass im Zuge der Kampagne, das Erstellen dieser Kampagne ist Ulrich Kiesow, der Gründer von DSA, gestorben ist und der Verlag, der es herausgegeben hat, pleite gegangen ist. Und das waren nur die ganz groben Sachen, die nach draußen gedrungen sind. Wir haben da schon ganz schön, also wir haben da auch heroisch unsere Questen gehabt und unsere Todesopfer, brutal gesagt, ja, und versucht, das Beste draus zu machen. Wobei wir halt, auch wenn wir jetzt Treu als Versprechen nicht spoilern sollen, es gab schon die ersten drei, vier Sachen haben wir halt ziemlich unabhängig gemacht. Wir hatten mal gesagt, hat fraktal ausgefächert. Die haben ja alle so grundsätzlich das Thema, dass man taktische Siege erringt, während es strategisch immer weiter den Bach runtergeht. Mhm. Sieht ja, also immer wenn man irgendeinen Erfolg erzielt, kommt dann, sieht man Borberat schon am Horizont, der sich irgendwie den größeren Happen schnappt. Und das geht natürlich immer weiter nach unten. Und die Gesamtstimmung erreicht halt einen Tiefpunkt. Und den wollten wir dann irgendwie nicht ganz zum Schluss oder irgendwie im vorletzten Teil halt drin haben, sondern schon was früher. Das Drama kommt dann halt tatsächlich in Roals Versprechen. Und ich denke mal, wäre da nicht das Chaos mit Ullis Tod, mit der Pleite von Schmidt, mit der quasi Neukonstituierung einer DSA-Redaktion, vorher liefen ja alle Fäden bei Ulli zusammen, wäre das Ganze eventuell ein größeres Abenteuer geworden. So haben wir aber alle halt quasi unseren Teil dazu beigetragen und das sind dann halt tatsächlich Fetch-Quests. Also, ich meine, bei den sieben Elchen, lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort. Wundert es natürlich nicht, dass sie irgendwie zusammengebracht werden müssen, aber das ist im fertigen gedruckten Abenteuer natürlich schon einiges, was sich wiederholt. Klar. Ist aber auch gar nicht, also das wäre eine der Sachen, wo ich gesagt hätte, in der Goldrand-Ausgabe hätte man da deutlich ein bisschen mehr an der Dramaturgie ändern können. Ja, ich glaube, dann waren die Texte doch zu heilig. Ne? Was dazuschreiben war erlaubt, aber was am Originalmaterial ändern oder löschen, das hat man sich da nicht getraut, was ich aber auch nachvollziehen kann. Wir sind ja von solchen Ketten entbunden und können ja damit machen, was wollen. Ich habe es von mehreren Spielern gehört, dass sie es ähnlich machen wie wir, dass sie, um jetzt mal einen jüngeren Spieler zu zitieren, es gibt ja auch Leute, die Anfang 20 sind, die Borberat-Kampagne noch spielen, der hat es in dieser Sprache gesagt, immer wenn die Helden einen Boss gelegt haben, hat der einen Kelch gedroppt. Ja, ja. So macht man das doch.
Das ist doch immer endlich ein so sinnvoller, moderner deutscher Ansatz. Sehr gut, ja, genau, richtig. Ja. Na klar, auf das läuft es ja letztlich hinaus. Ich möchte bitte schnell hier gleich als Hintergrund, weil Thomas gerade das angesprochen hat, also Siebenstreich, die sieben Kelche. Ich nehme an, dass es die meisten wissen, aber ich möchte es trotzdem sicherheitshalber einmal gesagt haben. Das ist ja ursprünglich eines der allerersten Abenteuer, eines der vier namenlosen Abenteuer, wie wir sie interne gerne genannt haben, weil sie nicht mehr der Autorenname da war. Ja. Dazu muss man bitte sagen, das muss man auch mal euch sagen jetzt heute. Als wir angefangen haben zu schreiben, waren Spiele noch kein sogenanntes schützenswertes Kulturgut und daher war es auch noch nicht üblich, den Namen draufzuschreiben. Auch Brettspiel nicht. Und der Herr Schmidt-Spieler das auch am Anfang nicht auf die Idee gehabt, man könnte den Autor veröffentlichen. Also wir waren ungefähr da, wo die Filme waren, ungefähr 1914 dort. Da wussten die Produzenten nicht, dass sich das Publikum dafür interessiert, wer die Rollen spielt. Hm. Und dann hat Mary Pickford hat so viele Briefe gekriegt an The Girl with the Curls, also das Mädchen mit den Locken, dass sie irgendwann beschlossen haben, vielleicht ist es sinnvoll, den Namen vorne hinzuschreiben. Das sind Sachen, die sich im Zuge der kulturellen Entwicklung überhaupt erst herauskristallisieren. Und also bitte, in dem Sinne müsst ihr verstehen, wir reden also wirklich über die Steinzeit des Rollenspiels, als wir das Feuer erfunden haben. Des deutschen Rollenspiels, als wir das Feuer aus Amerika rübergebracht haben. Das ist korrekt, richtig, genau, richtig. Als wir auf den rückständigen Kontinent das Feuer herübergebracht haben, ja. Und Siebenstreich war also ursprünglich eine Geschichte, ein ganz klassisches eben, genau, wir müssen sieben Drops sammeln auf einem schwimmenden Bügeleisen, also sprich einem Dungeon, das damals für originellerweise in einem Schiff hineingebohrt war, sozusagen, aber es war halt vereinfacht gesagt ein simples Dungeon. Es war dazu auch noch ein echt schlechtes Dungeon, wo sich die Gänge im dreidimensionalen Raum überschritten haben, wo unten in der Bilge ein Haifischbecken war, was so tief war, über das man dann auch noch an irgendwelchen komischen Hosenbojen drüber musste. Vergiss die Drehtür nicht. Die Drehtür, es passte hinten und vorne nicht. Also das war auch irgendwie, ich sag mal, mit der heißen Nadel damals gestrickt. Aber es hatte halt sieben Kelche, sieben Elche, lange wart ihr fort, kehrt zurück an euren Ort. Wir reden aber von zwei Abenteuern. Das ist ja eine Kampagne im Grunde. Das Schiff der verlorenen Seelen und die sieben magischen Kelche. Die Akorium-Kampagne, wie sie auf Wiki Aventurica genannt wird, glaube ich. Und die Kelche kommen ja erst im zweiten Teil vor. Deswegen ist es halt auch cool, das hat man seinem Teil, also wir haben ihn ja zwischendrin immer wieder mal gepflegt und ihr habt ihn auch tatsächlich toll eingebaut, irgendwie als schusselig paranoiden Magier auf Maraskan schon und so, dass halt Rakorium natürlich auch seinen Auftritt in Siebenstreich hat. Also auch im offiziellen Siebenstreich. Ja, das ist wichtig. Für mich kamen da zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass ich eben sehr früh begriffen habe, dieses Canon is King, also dass für so viele Fans einfach etwas, was irgendwann einmal publiziert wurde, egal wie mit der heißen Nadel gestrickt, wie steinzeitlich es war, wie wenig wir noch wussten, dass es für sie halt echt war. Ja. Ist ja genauso, heute versuchen wir ja auch, wir sehen ja auch Superheldenverfilmungen, wo dann Batman-Geschichten aus den 30er und 40er Jahren versucht werden, noch irgendwie plausibel zu erklären, wo Kostüme zitiert werden, wo Wolfram mal kurz mit einem Kostüm herumrennt, das er mal in den 60er Jahren getragen hat. Also das Fans stehen auf das. Also daher war für mich die Vorgabe klar, ich möchte das irgendwie kanonisieren. Ich will das irgendwie reinbringen, dass das einen Sinn hat. Gleichzeitig aber natürlich hinschauen und sagen, oh mein Gott, wie soll das? Welchen Sinn kann das haben? Was soll dieser Reim? Wer würde das mit Kelch machen? Wer würde einen Witz mit Kelch und Elchen machen? Ich meine, das ist... Leute, die Rätsel mit 19th Nervous Breakdown machen. Ja, richtig, genau, relevantes Thema. Viele der Rätsel drinnen waren keine aventurische Rätsel, sondern waren Anspielungen auf die Realität. Das heißt, die Autoren haben damals so wenig noch über Rollenspiel gewusst, dass sie nicht begriffen haben, dass der Charakter nicht aus der Rolle fallen sollte, um ein Problem zu lösen. Das war einfach nur Immersion und solche Begriffe. Das haben wir alles nachher erst Schritt für Schritt aufgebaut. Und die zweite Sache war, ich fand es immer peinlich, wenn in einem klassischen Fantasy-Abenteuer dann irgendwann die Information kommt, ihr müsst jetzt das ultimative Artefakt sammeln, um den Schurken aufzuhalten, den ultimativen Zauber. Und du hast noch nie was davon gehört gehabt. Immer soll dieses legendäre Ding da gemacht werden, aber niemand kennt die Legenden. Und deswegen dachte ich mir, das wäre doch wirklich cool,
wenn diese blöden Kelche, von denen du, dein Charakter, dein Heldin, deine Heldin, wer immer du bist, in deiner Jugend gehört hat, wo du als Spieler vor Jahrzehnten davon gehört hast, wenn das plötzlich wirklich ein Thema wird und wenn das komische Schwert, von dem du immer dachtest, dass es ein halber Scherz ist, tatsächlich wirklich ein Thema wird. Also das gibt einfach eine andere Art von Authentizität, wenn du plötzlich feststellst, wow, ich rede wirklich jetzt hier über archaische, uralte Sachen und ich dachte immer, das sind sowas wie, ja, wie oft haben wir das gehört in guten Geschichten? Echt, ich dachte immer, der ist ein Mythos, den gibt es wirklich, oder was, du lebst noch? Ach so, ich habe den gedacht, den hat sich meine Oma ausgedacht oder sowas in der Art, ja. Da hast du aber auch einen Trend losgetreten, also beziehungsweise eine Schablone erstellt für DSA, wie DSA funktionieren kann oder sollte. Der Tom Fehn hat das ja auch dann in seinen Abenteuern nachgemacht mit zum Beispiel der Harfe der Winde in der Simjala-Kampagne, die halt schon in den Fängen des Dämons rumstand. Oder da stand halt eine Harfe rum. Und hat dann im Nachhinein gesagt, diese Harfe aus Wahrung, die wurde dann wieder in den Fluss und dann wurde sie wieder rausgefischt und jetzt ist sie unser MacGuffin. Und natürlich ist das auch PR- oder marketingmäßig ganz clever, weil dann kaufen sich Leute noch dieses 20 Jahre alte Abenteuer, denken, ja, okay, ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber freuen sich, dass sie diesen archäologischen Akt durchgeführt haben, also auch im echten Leben. Ne? Nicht nur die Helden erkunden einen alten Dungeon nach so einem Artefakt, sondern auch du kaufst dir auch im echten Leben auf dem Flohmarkt oder auf eBay dieses Abenteuer und recherchierst, was es eigentlich damit auf sich hat, auch wenn dann das Ergebnis dünn ist. Ist das irgendwie ein Teil der Magie, die DSA für mich zumindest ausmacht? Und ja, da ist ja ein Kernelement, was, wir dürfen nicht spoilern, in Rohans Versprechen aber auch nochmal angesprochen wird, Kanäle von Grangor. Auch ein aventurisches Großereignis, das halt dann auch nochmal aufgegriffen wird. Also da haben wir mit der 7G halt schon auch wirklich bewusst selber Archäologie betrieben. Ja. Da überlegen wir noch, wie wir das anpassen an unsere Version, damit wir nicht dieses Vorwissen besitzen muss. Aber es ist sehr schade, wenn wir das ändern müssen. Ja, ich hatte damals im Computer eine File mit ungefähr 500 Seiten, was für damalige Word, Star, Vor Word, noch Zeiten wirklich Kapazitätsprobleme war, wo ich halt alles versucht habe zu sammeln, wo ich mir dachte, das hatten wir mal, das wäre cool. Ich hatte eine unglaubliche Liste von Schurken zum Beispiel. Welche Schurken haben wir gehabt? Wer ist garantiert tot? Wen kann ich nicht nehmen? Wen könnten wir nochmal irgendwie benutzen? Weil es einfach, wie Ivi vorhin gesagt hat, weil es einfach sehr viel persönlicher wird, wenn du einem Galotter gegenüberstehst, mit dem du schon mal Ärger gehabt hast. Ja. Das ist ja der Grund, warum Dr. Doom und all diese Typen immer wieder zurückkommen, weil Magneto, was weiß ich, ja, warum... Wenn Gandalf über den anderen großen weißen Magier spricht, gleich mal 2000 Seiten Hintergrund eigentlich gedroppt werden gleichzeitig sozusagen. Und dieses Feeling, das war mir ganz wichtig. Und bei allen Gegenständen, völlig egal. Wenn dich jemand unterstützt, ist es auch lustiger, wenn es jemand wie Störrebrand ist. Und da waren halt viele Leute dabei, die vorher immer nur ein Einzelnamen war. Insbesondere, was ich immer wieder dazu sagen muss, auch Reidrich Honchobert war ja nur mal ein Name, den ein Autor irgendwo nebenbei erwähnt hatte. Mhm. Aber er hat ihn halt mit dem Superlativ versehen, er wäre der größte Schwertkämpfer Aventuriens. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht den Spielern vor die Nase hinhalten, einen Highscore, der aber nie wieder angesprochen wird später. Dann muss diese Person, dieser Highscore muss einen Charakter bekommen und nach Möglichkeit einen, mit dem du interagieren kannst. Etwas, an dem du dich messen, reiben kannst. Vorbild oder Hassfeind oder was immer. Deswegen hast du ihm noch andere Höchstleistungen hinzugefügt, ja? Naja, das hat sich ja auch mehr so, das hat sich mehr aus dem aventurischen Boden ergeben. Also es hat ursprünglich damit angefangen, dass Uli gerne Texte über Kuan Ui Benain geschrieben hat und da immer so ein leicht erotischer Unterton dabei war und dann hat Reidre irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwann haben die Geschichten so eine eigene Tendenz gekriegt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, was? Sex and Violence war schon immer die Formel für Fantasy. Dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Und das kam auch teilweise von den Fans. Ich habe von mehreren, also eine kann mich erinnern, die hat mir geschrieben, sie hätte gerne das Kind von Reidre und das spielt sie schon. Und sie würde das gerne, ob das möglich wäre, das irgendwie reinzubringen und solche Sachen. Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Also das ist nicht, das ist, natürlich war das auch eine reine Nerd-Fantasy meinerseits, wo ich mich selber verwirklicht habe, aber das ist schon sehr in Interaktion mit den Autoren, den Kollegen, den Fans und der Welt entstanden. Also für mich war diese erotischen Aspekte waren auch ein wichtiger Aspekt, um auch ein bisschen klarzumachen, warum er Bindungsprobleme hat, warum er eben nicht der perfekte Held ist, auf den man sich verlassen kann, weil er ja letztlich auch immer wegrennt, weil er immer erobern muss und weggehen muss. Also in mancher Hinsicht war er eine Parodie auf Alrik, den generischen Helden. Aber du hast ja damit auch eigentlich jedem Spieler oder jeder Spielerin die Legitimation gegeben, dass die Figur der Sohn oder die Tochter von Reddy Contraband sein könnte. Das ist ja absolut plausibel, dass genau das, die Heldengruppe nur aus Sprösslingen von Reddy Contraband besteht. Neben Orks haben meine Eltern erschlagen, wahrscheinlich der populärste Hintergrund gewesen. Also ein unehelicher Sohn, eine uneheliche Tochter, ein uneheliches Kind. Ja. Okay, super. Also ich habe es im Plural noch nie gehört, aber es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn wir demnächst von der ersten Spielrunde hören, in der mehrere drin spielen. Genau, weil es ja ist doch auch das ein hübscher Gag. Also ist auch ein hübscher Gag. Ich kenne Leute, denen das tatsächlich passiert ist, die beide den Hintergrund hatten, ist ein uneheliches Kind. Das ist doch super cool. Und dann fängt der eine damit zu prahlen an und der andere empfindet es eher als schmutziges Geheimnis und plötzlich steht es am Tisch und du musst damit spielen. Ja, genau das. Es ist, wie gesagt, es ist fast egal, was ich mir als Autor ausdenke. Die Fans machen es lebendig und geben ihm dann einen Sinn hinein in die Sache. Aber also wie gesagt, wer mir gerne den Stiefel anziehen möchte, dass ich der Typ bin, der da sechs besessen einen Roman geschrieben hat, immer abwechselnd ein Kampfabend, ein Kampfkapitel und dann ein Sexkapitel. Gerne, ja, gerne. Aber wie gesagt, ich hatte dabei Konzepte und Ideen dabei, es war nicht nur. So habe ich es nicht empfunden, ehrlich gesagt. Ich habe gerade nochmal den Lichtvogel gelesen, auch in Vorbereitung auf die Kampagne, beziehungsweise teilweise gelesen, und es wechselt sich eher Handlung mit Aventurien-Reiseführer ab. Was sehr, sehr so viel Wissen über Aventurien in den inneren Monolog dieser Figuren immer ja, gepackt. Richtig, das war es ja auch. Auch der Sinn dieser Romane ja vermutlich sein sollte, dieses Wissen zu vermitteln, und das hat gut funktioniert. Ja, also als Lore-Dump, und zwar als ordentlich lesbarer Lore-Dump mit Handlung drin, funktioniert er wirklich prima. Und ich denke, Romane zu Rollenspielen wollen die Leute das haben. Gibt, ich meine, bei D&D wird die Geschichte der Welt oder wurde lange Zeit ja nicht über die Abenteuer oder neue Auflagen von Quellenbüchern weiterentwickelt, sondern wirklich über Romane. Und die haben ja auch sehr viele gehabt. Ja. Und Star Wars hat irgendwann mit den Sätzen festgestellt, dass die Autoren und die Spieleautoren derartig besessen, dort Handlung produzieren, dass sie dann halt die andere Lösung gemacht haben, sprich vollkommene, wie immer der Fachausdruck, was Extended Universe, Rebust oder Restart, ich habe keine Ahnung. Gibt ja in allen Universen gibt es ja jeweils irgend so eine Methode, wie man aufräumen kann. Ja, das war immer so ein Hin- und Herwogen. Das Expanded Universe hat versucht, die Filme zu reparieren, und dann wurden sie wieder überschrieben vom nächsten Film oder vom nächsten Serienfolge. Ja. Ja. Man ist viele kleine Redcons gewohnt als Star Wars-Fan. Um euch mal wieder ganz subtil und unauffällig in Richtung unseres eigentlichen Gesprächsthemas Siebenstreich. Ich hätte da eine Frage, mit der wir vielleicht arbeiten können. Und zwar, ich hatte vor kurzem im Chat gepostet den glorreichen ersten Klappentext von Die Sieben magischen Kelche. Falls jemand Bock hat zu scrollen, der ist wirklich sehr lustig. Ich kann ihn nochmal vorlesen, wenn du möchtest. Oder du liest wenn ihn du vor. Möchtest. Möchtest du ihn vorlesen? Nein, ich möchte ihn nicht vorlesen. Ich muss wahrscheinlich die ganze Zeit lachen. Ich kann das nicht wirklich ernsthaft und heilig genug machen. Ist eigentlich irgendjemand, was aus Kim Cheyenne geworden ist? Ja, genau. Das ist nur der Auszug. Okay, also der Auszug, 1984. Ja. Aber Jan Rasmussen, Kim Cheyenne und ihre Freunde alleine können den schwer bewachten Schatz nicht bergen. Sie brauchen Mitstreiter, um gegen Dämonen, blutdürstige Marus, fünfköpfige Hydrons und andere Ungeheuer bestehen zu können. Wer macht mit? Ja. Das stand damals auf diesem Abenteuer. Und bis auf die, dass ich gedacht habe, was haben die für komische Namen, habe ich gedacht, ja, geil. Und meine Frage wäre, weil die sieben magischen Kelche ja quasi aus diesem Urwerk stammen, war denn die Idee, mit denen für die Bauernkampagne was zu machen, so eine organische Entscheidung? War das so ein,
ach geil, das müssen wir auf jeden Fall aufgreifen? Oder hat sich das jemand speziell gewünscht? Oder wie kam es dazu? Also zuerst muss ich schnell vorneweg sagen, also natürlich, ist brutal gesagt, es lebt niemand mehr, der damals daran beteiligt war. Niemand weiß das ganz genau. Aber DSA hatte, Schmidtspiel hatte damals ja eine Werbeagentur, es lief ja sogar Fernsehwerbung 84. Und die haben ja auch solche wirklich wichtige Utensilien entworfen, wie die Maske des schwarzen Auges. den Titel, das schwarze Auge, weil Aventuria war ja nicht cool genug. Und die lustigen Pappfiguren, die im aufstellbaren Oger und solche Sachen. Das heißt, ich nehme an, dass da damals einfach irgendein professioneller Werbetexter aus Frankfurt oder Hamburg, Rasmussen spricht für mich sehr dafür, dass es ein Hamburger war, drüber gegangen ist und versucht hat halt einfach, sich was aus den Fingern zu raus. Und wenn Werbeleute drüber gehen, dann musst du ja schon von Glück reden, wenn die Orks nicht grün sind. Ja, das ist ja konkret passiert, also als ich damals das Brettspiel fürs DSA dann entworfen habe, ist es dann einen englischen Profi-Designer gegangen und dann waren die Orks grün und der böseste Magier Aventurens hieß Nemesis. Yep, so ist das halt. Wer hat sich das? Ich glaube, dass das schon sehr von mir ausgegangen ist. Die meisten anderen Autoren wollten eigentlich immer ihre Geschichten erzählen und immer was Neues erfinden. Und ich hatte. Ich bin ein alter, zwanghafter Müllverwerter. Ja, ich bin in einem 400 Jahre alten Herrenhaus aufgewachsen mit lückrigem Dach, wo ich wirklich am Dachboden Sachen gefunden habe, die irgendein Wieser vor 150 Jahren dort hingestellt hat. Und ich hatte das Gefühl, ich war völlig fasziniert davon, wie die Fans darauf reagiert haben, auf all dieses Zeugs, wie ernst sie alles genommen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist mir heilig, dann müssen wir was damit machen. Und ich glaube, dass ich eher meinen Mitautoren ziemlich auf die Nerven gegangen bin mit meinem ständigen Recyceln. Oh, schon wieder die Gelche. Reiß dich zusammen. Naja, was ich konkret nicht erinnern kann, nicht schon wieder Störrebrand. Warum willst du diesen blöden Störrebrand schon wieder haben? Ich sag, ja, wozu musst du einen neuen, dicken Händler erfinden, wenn wir einen haben? Und ich glaube, dass diese Sachen... Ja, und dann werden sie zum Selbstläufer. Das habe ich auch nicht wirklich begriffen, dass sobald ich Sachen ein paar Mal erwähnt habe, kriegen sie eben einen anderen Wirklichkeitsgrad innerhalb der Fiction sozusagen. Und dann fangen, also namentlich ganz dringend erwähnen, Jörg Radatz ist völlig abgegangen auf das. Der war ja unser Zwergenspieler, der hatte auch sowas, eine Recyclinglust. Also der hat mit mir mit großer Begeisterung in alten Texten gewühlt und gesagt, komm, das schaffen wir auch noch. Das Einzige, woran wir uns die Zähne ausgebissen in Bosnien, war das Solo-Abenteuer Borbarats Fluch. Wo das Ganze ja im Grunde eine außerirdische SF-Geschichte ist. Da haben wir gesagt, das kriegen wir einfach nicht hin. Ja, aber ihr habt die Festung mit eingebaut immerhin. Ne? Aber genau das, die Festung und vor allem den Magier haben wir systematisch gemacht. Und das hat zum Beispiel Thomas auch. Ich glaube, Borbarat, hast du dich ja auch sehr bald drum gekümmert, dass Borbarat immer wieder getroppt wird, oder? Relativ viel oder relativ gerne, ja. Also ich meine, bei mir im Kopf war er halt dann relativ schnell auch so diese Prometheus- oder Lucifer-Figur, die ja eigentlich das Gute will, aber als gefallener Engel quasi dann doch eher das Böse macht. Und irgendwann seine ganzen Tode und Gefangenschaften haben ihn dann halt letztendlich zum Arschloch werden lassen. Das ist eine sehr schöne Charakterisierung. Ja, man drunter schreiben. Das fasst ihn gut zusammen. Ich bin die Kraft. Ich wollte ganz kurz, bevor du Goethe zitierst, ich wollte einmal kurz das Hydron, das Fünfköpfige. Danke, ja, wunderschön. Gibt es jetzt wieder bei DSA 5, ne? Das wundert mich nicht. Ich glaube, in dem Chimärenband ist das jetzt nochmal drin, das Vieh. Ah, ja, okay. Aber das war irgendwie doch sehr natürlich. Das ist ein ganz natürlicher, das ist ein Effekt, der einfach in Fandom. Supergirl ist ungefähr dreimal rausretuschiert worden aus dem DC-Universum und wiedergekommen in verschiedensten Inkarnationen, als Cousine von Superman, als Klon, als Mädchen, das nicht weiß, wer sie ist. Oder Gookie, der Mausbiber bei Perry Roden. Die eine Hälfte des Fandoms hasst ihn, weil er eine Witzfigur ist und will ihn sterben lassen. Und die andere Hälfte, völlig egal, was passiert, Heimatplanet zerstört, Spezies ausgerottet. Dann zieht die Gegenseite mit und gibt ihm einen Zellaktivator und macht ihn unsterblich oder was immer. Also das ist einfach ein Klassiker. Auch diese kreativen Kämpfe, was ist Pulp und was ist Trash und was ist Tradition und Golden Oldies.
Das ist ein klassischer Kampf immer. Ja? Und das, weil Thomas das gerade angesprochen hat, genau, dieser Aspekt von Borbarat, das ist von Thomas gekommen. Mir war klar, dass wir einen bösen schwarzen Magier brauchen. Also einen traditionell bekannten, den jeder Magier in seiner Ausbildung lernt als das. Thomas hat ihm diesen ja fast schon tragischen Aspekt hineingebracht. Das war für ihn halt wichtig. Ja? Also vieles von dem, was ihr heute seht, ist auch halt einfach entstanden, weil es ist eine Kooperation und zu einer Kooperation in einem Team gehört auch Wettbewerb und auch gegeneinander schreiben. Also Nico, du hast gerade gesagt, sie haben versucht, die Star Wars Filme zu reparieren. Mhm. Auch das gehört dazu. Ja, das habt ihr auch gemacht, indem ihr die alten Abenteuer neu interpretiert habt. Genau. Ja. Für einen Film hast du einfach gewisse Ansprüche ans Drehbuch. Insbesondere muss das halt alles in 1,5 Stunden durchgerockt werden. Und der klassische Autor von Romanen denkt einfach sehr viel strukturierter, logischer, konsequenter als der Drehbuchautor. Und dem fällt dann dementsprechend ständig auf, wow, das geht ja gar nicht. Und dann versucht er, weil er es ja ernst nehmen will. Und das hat ganz wenig mit Kommerz zu tun. Ja? Also für mich selber sowieso. Ich habe das nur als Fan gemacht. Aber ich habe mich mit genug Leuten unterhalten. Neil Gaiman. Ja? Und demnächst habe ich eine Chance, mit Alan Moore zu sprechen. Also diese Leute sind alle Fans, die wollen das real machen. Ja? Quentin Tarantino ist so irre, dass er versucht, die Kopierfehler in den schlechten Filmen der 70er Jahre in seine modernen Filme hineinzubauen. Ja, also wo die Filmrolle Fehler gehabt hat, das versucht er zu rationalisieren nachträglich. So funktionieren Fans. Fan kommt von Fanatismus, das darf man nicht vergessen. Quentin Tarantino würde aber auch eher ein Oldschool-Revival-Abenteuer schreiben, als einen vernünftigen Plot in einem DSA-Abenteuer, wenn er Pen-Paper-Autor wäre, oder? Solange wie nackte Damenfüße drin vorkommen. Wenn er jemals ein DSA-Abenteuer schreiben würde, ja, ich wäre dabei. Also ich fände das gut. Ja, natürlich wäre das gut. Ich glaube, ich wäre eher bei Robert Rodriguez. Würde ich auch nehmen. Würde ich auch den Vorzug geben. Also in den Kooperationen der beiden gefallen mir die Rodriguez-Teile auch immer wesentlich besser, muss ich zugeben. Aber ich nehme beides. Ich kann ein Double-Feature draus machen. Aber tatsächlich dieses Recycling, also der Recycling-Aspekt ist ja nun wirklich massiv in Siebenstreich. Und die Weiterverwendung von Borbarat in Seelen der Magier, da ist ja zu Borbarat selber eigentlich auch kaum was drin. Das ist halt irgendwie der uralte böse Schwarzmagier, der irgendwann verbannt wurde und man kann ihn irgendwie wiederholen. Da war es dann mit diesem Seelenkristall. Da ist ja dann via Roezahl und via der von Roezahl eingeschleusten Agentin sind da ja auch wiederum Elemente in die sieben gezeichneten Kampagne und dann in den entsprechenden Nachspann reingekommen. Und das Spannende ist ja, dass die Seelen der Magier von Uwe Körner ist und der ist der lange Zeit der deutsche Mr. D&D gewesen, also Hauptübersetzer oder die Übersetzungsredaktion der deutschen D&D-Teile. Also das sind alles Zeiten, da haben noch ganz viele Leute im deutschen Rollenspiel-Fandom einfach zusammengearbeitet. Ja. Übrigens auch wieder ein Paradefall. Uwe Körner hat in diesem Abenteuer natürlich als typischer, eher D&D-geprägter Mensch, wollte mehr Zaubersprüche haben und hat damals dieses Konzept erfunden, dass diese Borbaratianer-Abtei ganz eigene Zaubersprüche hat. Habe ich das noch richtig erinnert? Da kamen sie doch her ursprünglich. Ich weiß nicht, ob sie daher kamen oder parallel dazu. Also kann sein, dass sie parallel dazu von ihm eingereicht worden sind, aber nicht ins Seelen der Magier reingekommen sind. Das weiß ich aber nicht mehr. Da müsste ich jetzt auch nachblättern. Müsste ich den Echelmeier machen. Ja, also ich habe in Erinnerung, dass die... Ich habe in Erinnerung, dass die in diese Abtei konnten, die Magier schockierende, böse Zaubersprüche, die man noch nie vorher gekannt hat. Und Thomas war immer unser Schwarzmager. Der wollte ja immer das Magiesystem ausbauen, intellektualisieren, strukturieren und so weiter. Und dann hast du das halt auch irgendwann angefangen reinzumachen und das hat ja auch sofort Begeisterung ausgelöst, weil plötzlich waren Schwarzmagier halt nicht schlechte Weißmagier, sondern Typen, die halt echte Sauereien auf Lager gehabt haben
Und dann haben diversen Regelauflagen, hatte ich versucht, das halt irgendwie zu transportieren mit miserablem Minusstartwert für die Guten, damit die nicht hineinfallen und so. Und das alles hat den Borberat-Mythos gefördert, wenn es da plötzlich eine eigene Form von Magie gegeben hat. Also ich meine, diese Idee der verbotenen Flüche, das hat ja nicht Harry Potter erfunden, sondern dieses Konzept gibt es ja in vielen Magiegebäuden, dass es der dunkle Weg der Macht ist schnell und erfolgreich und der weiße Weg geht langsam. Also diese Idee gibt es ja immer wieder. Aber es gibt halt auch einfach wirklich komplett tabuisierte magische Handlungen, wie halt mit dem Blut von beseelten Lebewesen zaubern. Oder in Erdsee ist es, alle Zaubersprüche sind erlaubt, außer sei nicht. Also das ist natürlich, da schöpfen wir auch wie üblich mal wieder aus Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte altem literarischem und Mythenwissen. Archetypen, einfach gesamt kollektives mythologisches Wissen, Gespür dafür, wie Sachen sein sollen. Und die setzen sich irgendwann immer wieder mal durch. Das ganz anderer Paradefall ist die Katholisierung der Preiuskirche zum Beispiel gewesen. Ja. Als Ulrich Kiesow das ursprünglich entworfen hat, war Preius offensichtlich sehr angelehnt an griechisch, vielleicht noch römisch, aber eher griechisch bis Nahe Osten-artige Sonnengottheiten. Dann hat die Kirche halt, als die Fans, die zu Autoren aufstiegen, angefangen haben mitzuarbeiten. Herr Finn zum Beispiel? Herr Finn, also das war speziell Nils Gaul, der hat also wirklich dann gezielt katholische Liturgie geschrieben für auch diese ganze Idee von Inquisition und solche Sachen. Das ist alles Schritt für Schritt dann erst dazu gekommen. Ja, Tom kommt auch aus einer, der ist ja eigentlich eher ein Lovecraft-Autor, ein Horror-Autor, und der hat halt gerne eher den anständigen Helden gegen den Schwarzmagier. Und dementsprechend ist dieses Konzept dann halt gekommen, dass man Magie jagen und bannen muss und solche Sachen. Ja, ich meine, so Sachen wie in Grenzenlose Macht ist das Zölibat dieses Praios-Ordens, der nur aus Männern besteht, ja ein Plotpunkt. Ja, und das lässt sich ja nicht so wirklich mit dem Bild der Praios-Kirche vereinen, dass man vielleicht das moderne Aventuria hat, wo das halt. Gibt es diesen Orden noch, der nur aus Männern bestehen darf? Das ist ja eigentlich. Es sind halt Extremisten innerhalb. Oder dazu wurden sie dann später innerhalb des Glaubens gemacht. Ja, die sind halt ein bisschen komisch, die machen das so. Ja. Ja, aber dass religiöse Orden sich der Askese verschreiben, gibt es immer wieder mal bei. Kommt in den besten Familien vor, genau. Das Religion kommt im besten Pantheon vor. Und dass Religionen Vorurteile zu gewissen Geschlechtern haben, soll ja auch ab und zu vorkommen, ja genau, um es höflich auszudrücken. Ja, genau das, aber das kannst du einfach auch nicht verhindern, außer du hast einen Redakteur, der halt an so einer Stelle dem Autor sagt, das kommt nicht in Frage, das machen wir nicht. Sonst, finde ich, gehört das aber auch zu einer bunten, farbigen Welt dazu. Also ich möchte gerne. Also nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel die gesamte indischen Religionen. Die meisten von uns haben ganz diffuse Vorstellungen, dass sie ziemlich viele Götter haben. Hm. Aber es ist ja nicht so, dass dein Shiva in jedem Teil, in jedem indischen Bundesstaat gleich ausschaut, in jeder indischen Kultur. Die haben unterschiedlichste Interpretationen. Also viel mehr und buntere als unsere Vorstellung. Im Christentum gibt es ja eine schwarze Madonna, eine schwarzhäutige als Konzeption, die über weite Bereiche irgendwo verehrt worden ist. Also das ist ganz typisch dafür, dass in einer Kultur hast du eben sehr bunte Varianten. Und das, finde ich, gehört in einer Fantasy-Kultur auch dazu, dass man mal schräge Ausreißer hat, wo dann zum Beispiel selbst eine Praios-Geweihte hineingehen kann, eine Überzeugung und sagt, what? Was behauptet unser Gott angeblich? Das ist doch absolut absurd. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Botin des Lichts vor, oh Gott, wie hieß der Heliodan, so während der Halzeit, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt die in der Entstehungsgeschichte der Torwaler halt den Ausruf der Mopsendronning, also Busenkönigin, weil eine. Ich meine, das wäre dann eine spätere Botin des Lichts gewesen, die eine mordsmäßige Oberweite wohl hatte. Ja, Praios Fünfte.
Das haben Uli Kiesow und ich zusammen geschrieben. Das war die Zeit, als wir den aventurischen Boten halt angefangen haben, von einem Nachrichten- und Clubmagazin langsam zu einem Content-Magazin zu machen. Und da haben wir uns halt phasenweise zwischen Österreich, also Salzburg und Düsseldorf, Sachen hin und her geschickt. Und ich bin viermal im Jahr zum Raufgefahren und wir haben geschrieben. Und als wir versuchten, damals die Torwaller zu etablieren, haben wir beide, er war 1,98, ich bin 2,03 Meter, haben wir diesen Humor dieser großen, eigentlich liebenswerten Rüpel irgendwie so reingebracht in die Torwaller. Und Uli war ein großer Fan, in Dänemark Urlaub zu machen. Dazu hatte ich überhaupt keinen Zugang als Österreicher. Und hat dann ein paar Mal mit dänischen Worten um sich geworfen. Und irgendwann einmal habe ich versucht, das nachzusprechen. Und dann kam da halt im Zuge dessen drauf hin, kam Mopsendronning heraus. Okay, den kannte ich noch nicht. Und daraufhin haben wir dann eine Geschichte beschrieben, wo die Torwaler versuchen, eben eine Nobelschivone zu entern. Und als dann die Königin, die Preußgeweiht da hinunterschimpft, von unten, die natürlich nur entsprechend ihr vorstechendstes Merkmal wahrnehmen und dann mit einem lauten Mopsendronning antworten und unglaublichen Beschimpfungen, also die Robbenquäler, Hühnerzähler und so weiter, das haben wir ja damals alles eingeführt, dass ja. Torwaller das gerne machen. Das sind alles humorvolle Spielchen zwischen Uli und mir gewesen, wo wir eigentlich füreinander geschrieben haben. Und es waren eigentlich auch ein bisschen Fingerübungen, bei denen wir halt versucht haben, Nostriand Andergast zu entwickeln. Ich weiß, dass ich viele Fans enttäusche, wenn ich das sage, aber egal, was ihr heute glaubt, was Nostriand Andergast sind, Nostriand Andergast sind ein Witzspiel zwischen dem alpenbewohnenden Holzfäller aus Andergast, sprich mir, und dem flachlandbewohnenden Fischesser, sprich Uli. Das waren nur Vorurteile, die wir uns spaßhalber gegenseitig um die Ohren gedroschen haben. Ich finde, das macht es nicht schlechter. Ja, es ist. Ich habe nur jetzt kürzlich, habe ich gerade in einem Forum gelesen, jemand, der fest erklärt hat, er wäre der Meinung, dass Nostria ganz offensichtlich, die K&K-Monarchie, das war das Salzkammergut. Also es war so absurd, weil ich gesagt habe, also Entschuldigung bitte, ich wohne im Salzkammergut. Mhm. Die Vorstellung, dass Ulrich Kiesow meine Kultur karikiert hätte, genau mit der anderen, wenn ich doch de facto ihn dort karikiert habe, das ist vollkommen daneben. Aber Fans reiben sich dann eben auch alles Mögliche zusammen. Und irgendwann einmal wird das dann katholischer und wahrer als das, was die Autoren sagen. Das ist auch schön, wenn man auf dem DSA-Lab ist und mehrere Leute spielen einen Horasier oder eine Horasierin und einer spricht ihn mit einem französischen Akzent, der nächste mit einem spanischen, der dritte mit einem italienischen. Da merkt man, dass die Vorstellung halt doch, selbst bei einem Lab, wo die Leute eigentlich sofort über ihre gemeinsamen Ideen von Aventurien zusammenfinden, noch auseinandergehen. Aber das ist ja nicht schlimm. Apropos, oder? Nee, überhaupt nicht, nur dass Französisch natürlich falsch ist. Aber Spanisch lässt du durchgehen? Das wäre ja Almada eher, ne? Ja, ja, also eigentlich Italienisch fürs Lippische Feld und Spanisch für Almada. Klar, wenn sie ein Rom hatten, das unterging, müssen sie Italiener sein. Ich sage den Leuten immer, sie können genauso sprechen, wie sie wollen. Wir hatten auch mal eine Runde, in der haben alle Zwerge Hessisch gesprochen. Ich finde es echt, das Schöne. Rollen sich bei mir da die Fußnägel hoch. Also auch gerade wenn Leute so beinhart behaupten, irgendwie weiß der ARD, Nordmärker müssen unbedingt Schwäbisch sprechen oder was auch immer. Nee, Gratenfelser müssen Schwäbisch sprechen. Wir hatten einen, ich weiß, Spieler, das ist der Mann, aber. Der hat ein Koscher Zwerg gespielt, glaube ich, ein Zwerg aus dem Kosch, der sprach, oder der versuchte Schweizerdeutsch zu sprechen. Es ging nicht. Oh, aua. Es ging nicht. Es ging nicht, weil er es nicht konnte, oder es ging nicht, weil es nicht auszuhalten war? Beides. Okay. Aber wenn wir gerade beim Thema live sind, und weil wir ja eigentlich heute Abend über Siebenstreich reden wollen. Ja, eigentlich. Hartmar, wollen wir erwähnen, dass du in der Live-Umsetzung des quasi letzten Kapitels von Siebenstreich... Oh, lass uns das bitte erwähnen und mach es als, bitte. Mach mich Reidrich Conchobert Siebenstreich zuerst geführt und stolz emporgereckt und dann hinter einem Sofa verschlampt hast. Das war sehr hübsch, ja, genau. Es war halt, also das muss man sagen, der Rollenspiel-Workshop in Bielefeld war ursprünglich Ullis Methode, sich einmal im Jahr mit all den Leuten zu treffen, die ständig was von ihm wollten. Und er hat gesagt, er war ja eher menschenscheu, dann machen wir das alles auf einmal. Und daraus ist dann halt einfach so das Insider-Szene-Treff für DSA geworden. Das heißt, wir waren so phasenweise 30, 40 bis zu 50 Leute. Thomas führt das mit Lena Falkenhagen bis heute weiter.
Und da sind dann damals so die ersten Live-Einlagen gekommen. Ich habe 91 habe ich die ersten Live-Rollenspiele gemacht für die ganzen DSA-Fanzine-Leute. Und dann hat das Fanzine, das Live-Fieber sich ja sehr schnell um sich gegriffen. Wann war das ungefähr? 94, 95? 94, 95 müsste hinkommen. Ja. Als wir so Live-Elemente, wir haben ja auch zum Beispiel eine Fetch-Questen aus Rohals Versprechen. Die haben wir ja tatsächlich als Treffen in der Torwaler Akademie und dann quasi als multiparallele Abenteuer Einzelteile zusammentragen und dann irgendwie herausfinden, was es mit dem großen Artefakt auch immer auf sich hat. Das haben wir halt auch gespielt. Da weiß ich noch, dass wir das hat wirklich das komplette Treffen gedauert. Und das Ende von Siebenstreich haben wir halt tatsächlich aus ja, reinem Fun. Da waren, glaube ich, keine von den Hauptquesten dabei, sondern wirklich nur das Schlussgefecht und dann die Wiedererstehung Siebenstreich. Wir hatten tatsächlich das Schwert der Schwerter dabei. Susi Michels hat ja die ganze Zeit eigentlich immer Eila verkörpert. Das war eine Spielerin, die mir das erste Mal, die ich gesehen habe, als ich damals das Donnersturmrennen, habe ich die als Testspielerin dabei gehabt und das erste Mal eine Raumdrehgeweihte so gespielt, wo ich gesagt habe, drauf, ja, so funktioniert das. Das ist jemand, dem du in die Schlacht folgst, an dessen Seite möchtest du sterben. Also das war wirklich ergreifend. Und da habe ich gesagt, drauf, also weißt du was, da mache ich deinen Charakter jetzt einfach zur offiziellen, zum Oberhaupt der Raumdrehgeweihte. Das finde ich, das lohnt sich. Und viele dieser Sachen sind entstanden, also dieses Multiparallele heißt, also nur zur Sicherheit, falls das jemand nicht weiß, das sind einfach in mehreren Räumen sind Spielrunden gesessen und haben alle gespielt. Sie wussten alle, dass sie zeitlich zu einem gewissen Zeitpunkt fertig werden müssen, weil dann diese Live-Einlage eben kommt, wo das Schwert Siebenstreich eben erschaffen werden soll. Aber es ist halt in jedem Raum, ist halt als Spielleiter ein DSA-Autor mit seinem Umfeld gesessen, mit aventurischen Botenmitarbeitern, mit Hardcore-Fans, mit Fanzine-Herausgebern, oder nur mit irgendwelchen glücklichen Fans, die da zufällig reingekommen sind, dazwischen gesessen, nur um sich geschaut, mein Gott, die einzige Person, von der ich noch nie was gehört habe, bin ich selber. Man kam da nur durch Glück rein, mehr oder weniger, ne? Indem man halt Leute kannte oder wie. Nein, Glück hat da nicht genügt. Also üblicherweise musstest du schon ein bis zwei Menschen töten, um da hineinzukommen. Ah, okay. Wobei 86, als Uli das Bielefeld-Treffen initiiert hat, hat man es ja ein Treffen vor mir schon da gewesen. Ich bin erst ab dem ersten Treffen in 1987 da gewesen. Das war halt, da sind Leute dabei, die haben Läden gehabt. Da waren Übersetzer dabei. Ja. Uwe Körner zum Beispiel. Da war Mario Truand dabei. Da waren die Frankes, die Mitgarter. Ich meine, einmal wären die Frankes auch da gewesen. Also tatsächlich, man könnte sagen, es war die Creme der deutschen Rollenspielautorinnen und Autoren. Nur, ich sag mal, unter der Creme war einfach nicht mehr sehr viel Milch übrig. Es waren einfach quasi alle, die aktiv was gemacht haben. Wir waren also schon wirklich so der Kern der Rollenspielszene. Heutzutage ist nette Auftritte. Hab euch ja auch schon ein paar Mal eingeladen, dass ihr vorbeikommen sollt, aber ihr habt ja immer irgendwelche Drehtermine. Das ist aber schon wieder eine Weile her. Ich meine, in den letzten anderthalb Jahren war es eh schwierig. Ja. Du hast recht, du hast es schon mal eingeladen. Wir wären gern gekommen, wir haben es nicht geschafft. Ihr könntet ja auch kommen und drehen. Das wird ja nicht gewünscht, glaube ich, ne? Ich denke, das lässt sich machen. Die Zeiten sind mittlerweile schon. Wenn wir aber drehen und das dann ins Netz stellen, dann weißt du, dass du sehr viele Anfragen bekommst. Ja, aber... Die da auch hinein wollen, meinst du? Ja, aber das ist so wie... Im Chat wird schon gefragt. Bilderberger-Treffen. Es ist halt ein reines Einladungstreffen und tatsächlich, ich habe da auch keine Schwierigkeiten mittlerweile zu sagen, es ist nicht so wichtig, was für einen Platz in der Szene du hast, sondern... Ob du mir nicht auf den Sack gehst. Genau. Sei ein netter Mensch und sei ein kreativer Mensch.
Ja, das muss ich wirklich sagen, das haben Lena und du haben das gut hingekriegt die letzten Jahre. Es sind doch immer wieder neue Gesichter dabei, ohne dass man das Gefühl hat, das wäre eben ja nur über Protektion gelaufen. Und es sind genug klassische Leute da, aber es ist wirklich eine sehr freundschaftliche Atmosphäre geworden. Ja, natürlich, klar, für Fans klingt das natürlich jetzt wirklich, ja, natürlich, es ist das Illuminatentreffen, keine Frage. Also die Leute, die halt irgendwie damit connected sind, und da sind auch wirklich unglaublich wichtige Sachen passiert, auf dieser Art Veranstaltung, weil wenn du halt Leute wie Thomas und mich und Tom Finn und Lena Falkenhagen eine Woche in einem Haus zusammensperrst, dann passieren halt wirklich schräge Sachen. Wie zum Beispiel, dass du 7 Streich hinterm Sofa verschlammst. Wie zum Beispiel, dass ich 7 Streich hinterm Sofa stehen lasse. Da wollte ich nur mal nachhaken. Das hätte ich sonst jetzt gebracht. Nein, also bitte, diese Schmach muss ich schon öffentlich, das muss ich schon hier öffentlich gerade stehen dafür. Einschmelzen der Kelche, das mag Hartmann vielleicht dann jetzt ein bisschen entschuldigen, das war halt wirklich eine heroische Arbeit, vor allen Dingen, als diese silbern angesprühten Joghurtbecher dann Feuer fingen und toxische Dämpfe durch den Garten waberten. Lab in 90ern war einfach geiler. Kein ja. Budget, aber Fantasie und Seele. Das ist. Ich weiß aber nicht, deswegen würde ich die Frage gerade mal, wenn ihr es nicht wisst, an den Chat richten. Es gab ja Armalion und 7 Streich als echte Stahlschwerter. Wisst ihr, wo die untergekommen sind? Hat der Herr Grimme die im DSA-Museum? Also er hat die Schicksalsklinge im DSA-Museum, die wurde ja aber erst vor 3 Jahren geschmiedet. Ja. Ich glaube nicht. Also ich habe ja damals mit ihm seine Bestandsaufnahme für das Guinness-Buch der Rekorde gemacht und ich habe sehr viel von den Dingen vergessen, die wir da durchgegangen sind. Und ich glaube, daran hätte ich mich erinnert. Aber korrigiert mich, wenn ich völlig falsch liege. Und das war das Schwert, das du verschlammt hast? Also ein Original, ein echtes, geschmiedetes Schwert, das so aussah wie die Illustrationen, die es dann... Ich habe keine Ahnung, mein Job war es, ein sehr großer Mann zu sein, Ehrfurchtgebiet in der Mitte zu stehen, zuzuschauen, wie lächerliche Werbeersprüche mit Elch und Kelch gesprochen wurden, salbungsvoll das Schwert in die Höhe zu heben und danach, ja, umnebelt sich alles. Ich glaube, wir haben danach auch ein paar Drinks genommen. Es ging um einige Flaschen Rotwein, ja, ja. Ja, und irgendwann einmal, also ich war bestimmt nicht sehr betrunken, ich trinke nicht sehr viel, ich bin ja sowieso auf meinem eigenen Stoff mein Leben lang, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Und irgendwann stand halt plötzlich ein Fan neben mir und sagte zu mir, Friedrich Konchobert, du hast 7 Streich vergessen. Und viele haben Leute es erst am nächsten Morgen wieder gefunden. Ja, und viele Leute sind der Meinung, dass diese Geschichte niemals in Vergessenheit geraten soll und mir bei jeder Gelegenheit unter die Nase gerieben werden soll. Und für mich, Showbusiness ist Showbusiness, das gehört dazu. Das muss gesagt werden, ja. Im Zweifel liegen solche Sachen bei Uli Kneipop im Keller oder bei Werner irgendwo vergessen in der Kiste. Ja, das ist ja eine der skurrilen Sachen, genau das. Also das könnte natürlich gut sein, dass bei Werner in Erkrath irgendwo noch eine nicht beschriftete Kiste rumliegt, wo Stuff drin ist. Ja. Wie auch die Orks, glaube ich, recht lange noch bei ihm gestanden haben. Die Aufstell-Orks, die wir, glaube ich, von was? Games Workshop gekriegt haben? Die waren, glaube ich, von Games Workshop und die haben wir, oder FanPro hat die halt mehrere Jahre, bis sie anfingen auseinanderzufallen, in Essen auf der Messe präsentiert. Ja. Die Elche waren Teil eures Ritualspruchs. Du hast die Elche gerade nochmal erwähnt, weil du hast ja irgendwo die Grenze gezogen, dachte ich, die Blödheitsgrenze. Die 7 Kelche aus dem Abenteuer wurden reaktiviert, aber ich dachte, der Elchspruch wäre absichtlich unter den Teppich geschoben worden. Ist das nicht so? Sind die Elche noch präsent? Ich glaube, beim Ritual waren sie nicht mehr präsent, aber sie waren natürlich in allen Köpfen präsent. Das ist einfach so prägend, ja, tatsächlich wie Barbarats Raumschiff oder Nahemas Turm oder was auch immer, das Elchgedicht. Die haben mir erst Und das ist das Problem mit Memes generell, ja. Es ist ganz egal, wie schlecht der Humor ist und wie geschmacklos der Geschmack ist. Wenn das mal in der Subkultur drinnen ist, dann geistert das ständig herum und es besteht immer die Gefahr, dass es plötzlich wieder auftaucht, weil es entweder jemand zynisch bringt
oder es jemand mit einem, könnt ihr euch noch erinnern, wie hast du gerade gesagt, die 90er Jahre, es war alles schlecht, aber dafür mit Seele. Ja, es gab kein Budget, habe ich gesagt, schlecht habe ich nicht gesagt. Nein, richtig, genau. Dieses nostalgische grabt Sachen aus, das zynische gräbt es wieder raus und dann musst du immer mit dem Hardcore-Fan rechnen, der einfach sagt, ja, das gehört aber zu meinen Jugenderinnerungen, ich will das haben. Ja? Deswegen, der Kelch mit dem Elch ist ja eigentlich Danny Kaye, The Jester, einer der lustigsten mittelalterlichen Komödien, ungefähr 57, 53 oder sowas. Ja. Solche Sachen, daher kommen sie. Du kannst es nicht permanent begraben. Irgendwann taucht es wieder auf. Und was mir jetzt eben gerade bewusst wird, ist, jetzt kommen eben tatsächlich, ja, jetzt kommen 20-Jährige daher, die einen vollkommen anderen Jargon haben dafür. Und wenn die mit ihrem Erfahrung, was Memes angeht, was Easter Eggs angeht, all diese Sachen. Wenn die solche Sachen finden, besteht immer wieder die Möglichkeit, du kannst Plutonium nicht permanent vergraben. Irgendjemand wird es wieder ausgraben. Und dementsprechend, ja, Kelch mit dem Elch. Und ich selber bin ja eh für meine schlechten Wortspiele bei DSA berüchtigt gewesen, ja, weil ich also immer komische Lieder erfunden habe. Klopf, klopf, nur ein Alvarans Tor und solche Sachen. Weil ich von Anfang an, ich habe halt die DSA-Zaubersprüche gesehen und vom ersten Moment beschlossen, ja, das ist keine ganz ernsthafte Welt. Das ist keine gediegen, ehrfürchtige Welt, sondern da muss eben drin, ja, und Jan Rasmussen und Molcho und das Hydron und ich weiß nicht was alles. Wenn du solche Altlasten dabei hast, dann ist es einfach sinnvoll. Und ehrlich gesagt, wir spielen ja auch, weil wir Spaß haben wollen an der Sache. Und die Realität ist ja auch... Ich sag mal so, 1992 bis 94 hätten wir noch die Chance gehabt, die Sachen wirklich totzuschlagen und zu begraben. Aber nachdem wir sie dann halt einmal wiederbelebt hatten, da waren sie natürlich drin. Ja, jetzt sind sie auf ewig drin. Und ja. Ihr seid da ja auch große Lehrmeister, ne? Also Maggie und ich haben das ja versucht weiterzuführen. In den wenigen Dingen, die wir für DSA schreiben durften, haben wir alle albernen Dinge reingeballert, die wir reinballern durften. Maggie hat ein Abenteuer geschrieben namens Die Jagd nach dem Schwertkönig, wo es in einem Dildo geht. Und einen beseelten Dildo. Und die Elche kam ja in dem Abenteuer vor, das niemand gespielt hat, das Vermächtnis des Nubor. Da geht es darum, dass man die 7 magischen Elche auf der Wiese ohne Wiederkehr findet und daraus die Wurst, 7 Wurst herstellt, mit der man dann, die man braucht, um die Basiliskenherde. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war ja ein Meta-Abenteuer, das keiner, wie gesagt, gespielt oder gelesen hat. Deswegen. Ich finde das völlig respektlos, ja, und rücksichtslos auch. Und unanständig. Also Gott, ich steh total drauf. Wahrscheinlich wird Molcho euch fressen. Und das ihr werdet nichts dagegen tun können, weil Molcho das schlimmste und gemeinste und ekligste Monster Aventuriens ist. Also dazu muss man bitte sagen, das war auch ein von dieser Werbekampagne ganz am Anfang. Das war einer der Klappentexte, war und bekämpft Molcho das schrecklichste Monster. Mit dem Effekt, dass wir danach, in den ersten Jahren, wo diese Fanpost ja wirklich in Waschkörben gekommen ist, ich habe die wirklich selber, ich habe die auch gekriegt teilweise aus Bayern, ist immer, also ich würde sagen, 10% der Frage war immer wieder, und wer ist Molcho, was ist Molcho? Das war, und ich habe so gekämpft mit mir, immer wieder. Ich habe mir gedacht, vielleicht bauen wir es ja doch noch ein. Ich habe es dann in den sterbenden Göttern, haben wir meine Anspielung, Jörg Ratatz und ich waren uns einig, wir können es nicht völlig ignorieren, wir müssen es einmal machen. Und haben es dann halt unter den zahlreichen echsenartigen Wesen irgendwann einmal beiläufig erwähnt, aber halt immer auch in seinem obskuren Status gehalten. Ich dachte, es wäre gesetzt, dass es ein Teilleib des Omega-Therions ist. Ja, ich hatte aber befürchtet, gut, okay, habe ich dann doch. Ja, gut, ist noch okay. Ich kenne mich ja. Ja. Thomas hat gerade gesagt, man hätte das 92, 94 noch verhindern können. Ja, also ich, ganz bestimmt ist meine nekromantische Ausgraberei, hat damit das endgültig gemacht. Aber ich bin nicht sicher, ob man es wirklich permanent unten halten hätte können. Es ist bei regelmäßig gibt es Superman- und Batman-Autoren, die schreiben, anfangen und die graben Geschichten aus 1939, einen Einzelgegner, der nur ein einziges Mal... Superman ist ja deswegen so mächtig, weil er in jeder Woche einen neuen Gegner gehabt hat, der eine obskure neue Fähigkeit gehabt hat und musste dann eine neue Superfähigkeit entwickeln gegen ihn. So ist Superman im Grunde entstanden. Und wenn du mit einem Fanautor zu tun hast, der einfach beschließt, er will das reinschreiben, und Krypto, der Superhund, und es ist völlig egal, es ist ja ganz egal, was du dir ausdenkst. Ja. Ich mag, dass du immer wieder zu DC zurückkehrst mit deinen Vergleichen.
ja, erstens bin ich ein Superhelden-Fan und zweitens ist das halt für die Nicht-DSA-Fans inzwischen aktuell gerade draußen doch halt die eine Plattform, sagen wir mal, ein gemeinsamer Kosmos, wenn man relativ gut reden kann. Ich bin ja, aber du redest von DC. DC viele macht ja gerade alles falsch, ne? Während Marvel alles richtig macht. Aber ja, aber DC macht seit 80 Jahren alles falsch. Das ist, sie sind ja trotzdem nicht auszurotten. Das ist ja das Merkwürdige an der Geschichte. Das gehört ja auch zu diesen Erkenntnissen, dass es gar nicht so wichtig ist, ob eine Sache so gut ist. Sie hält sich ja trotzdem so lange. Ich meine, die Glitzervampire haben ja auch ihr Fandom gefunden, ja, nicht ausrottbares. Jetzt dachte ich, du würdest Batman und Superman mögen nach den ganzen Vergleichen hier. Schade. Auch nicht primär. Ich bin eigentlich Marvel, aber darum geht es jetzt nicht. Das ist. Ich glaube, ich habe mehr mit Bände mit Crisis Events und Reboots des DC-Universums als normale Geschichten in meinem Regal. Aber ja. Ja. Weil das ja auch die essentiellen Geschichten sind. Ja, eben. Ja, die will man ja haben. Ivi, du möchtest uns darauf hinweisen, dass wir eigentlich über Siebenstreich reden wollten. Genau, heute ganz, ganz, ganz subtil. Mir ist gerade eingefallen, und zwar habe ich das vorhin völlig vergessen zu erwähnen, weil ich eigentlich gedacht habe, ich habe dazu später noch Zeit. Wir haben ja noch einen weiteren Kelch. Falls sich irgendjemand erinnert, was wir in Lorgolosch getan haben. Erzähl uns. Was wir in Orgolosch getan haben, naja, das hat wahrscheinlich mit dem eigentlichen Abenteuer nichts zu tun. Wir sind hingegangen, haben einen guten Schwatz mit Bardubas Papa gehalten, haben uns mit einem sehr, sehr unleidlichen Angroschpriester und einem Mimimi-König, Zwergenkönig, rumgeärgert und haben denen gesagt, gebt uns doch bitte den Kelch, den ihr hier bewahren solltet. Und dann hieß nein, 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 auf gar keinen Fall. Und glücklicherweise hat dann ein großer erdreich und steinfressender dämonischer Wurm ihr Königreich verheert. Sie brauchten unsere Hilfe und wir konnten uns den Kelch besorgen. Und ich habe das habe ich nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ich weiß, wir hatten aber einige sehr epische Szenen, als wir das Abenteuer damals aus dem Buch gespielt haben. Aber das ist ja auch was deutlich anders in Beventurien jetzt passiert ist, weil da noch Elemente aus, Brogas Blut, genau. Zwerge bringen den Kelch einfach nur nach. Worden. Wo ist das Perikum? Nee, nicht Perikum. Wo ist das Herlager? Am Schlund. Ja, am Schlund, ja. Also fast Perikum. Ja. Fast. Also die Zwerge bereiten halt schon mal das Gelände für den Bossfight vor. Genau. Und das hatten wir noch. Und diese Episode in Lorgolosch ist mir aus dem Originalabenteuer tatsächlich in relativ guter Erinnerung geblieben. Und eine andere Sache, die, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt ganz leicht spoilere, aber die ich an Siebenstreich überhaupt eigentlich sehr cool fand, ist, dass man ja als Siebengezeichnete da erstmals auch richtige Anti-Helden oder quasi eine gespiegelte Siebengezeichneten-Truppe vorgesetzt bekommt, mit so richtig fiesen Arschgeigen. Die eigentlich genauso das sind oder das sein sollten, was die Helden alles nicht sind. Also die sind dann statt, ich bin gezeichneter, der fiese Paktierer mit den und den Sonderfähigkeiten und so. Und das ist zum Beispiel was mir bei dem Abenteuer sehr gut gefallen hat und auch dann für die Kampagne unglaublich viel Mehrwert geschaffen hat, weil du halt wirklich gemerkt hast, okay, wir sind die Guten. Also selbst wenn du keine sauber Männer und Frauen und Personen gespielt hast, im Vergleich zu denen waren wir immer die Guten. Ja, und das ist zum Beispiel was, das fand ich unglaublich schön. Und da würde mich interessieren, wenn ihr das wisst, wer die sich ausgedacht hat oder wer auf diese Idee gekommen ist. Das muss ich gleich von vornherein sagen, das ist eine Sache, bei der ich ausnahmsweise mal gar keine Finger drin habe. Das war irgendeine brillante Idee von jemand anderem. Ich weiß es tatsächlich auch nicht, wer Torxis zum Beispiel reingebracht hat. Nein, der Torxis von Freigeist ist aus der Ogerschlacht, aus der Liste. Ja, ja, aber ihn wieder zu verwenden. Der stand in meiner Liste, weil ich habe gesagt, nachdem ich den Schelm erfunden habe, habe ich gesagt, wir brauchen auch einen Anti-Schelm. Und dann habe ich natürlich eine Datei zum Thema Joker angelegt. Was kann man denn klauen? Was kann man da machen? Wieder die Siegel. Ja, das ist Archetyp, aber wir können auch gerne It von Stephen King natürlich auch. Also das Thema des gar nicht so lustigen Spaßmachers, bei dem dir alles im Hals stecken bleibt. Aber nein, ich glaube, vielleicht Lena, aber ist egal, es ist so schwer zu sagen, wenn wir es nicht mehr wissen. Das gehört ja zu dieser, also Siebenstreich war halt der Teil, wo alle
alle Autoren, die plötzlich zu Redakteuren befördert wurden, notgedrungen, das erste Mal halt angefangen haben zu sagen, sie wollen alle mitarbeiten dran. Und dadurch ist da eben wirklich sehr, sehr viel gekommen. Das war sozusagen die Gelegenheit für alle anderen, auch was dran beizusteuern, damit es eben nicht nur eine Zwei-Autoren-Kampagne wird. Oder bei dir so, ist sehr dunkel geworden übrigens, ne? Hat man, ja. Ich nehme an. Das liegt daran, dass die Sonne untergegangen ist. Ja, ja. Bei uns noch nicht. Wir sind ja auch ungefähr 1000 Kilometer weiter nördlich von dir. Außerdem, ihr dachte doch nicht, dass wir über Borberat sprechen können, ohne dass ihr nicht die dunklen Mächte sehen werdet. Ja, wir sehen sie ja gleich dann nicht mehr. Also in Piep, Rohals Versprechen, taucht die quasi Anti-Heldentruppe das erste Mal auf. Das sind allerdings tatsächlich, das sind nicht die prominenten Namen. Und das jetzt in Beventurien mit Prominenten zu besetzen, fand ich eine richtig coole Idee. Ich habe halt ja auch mitbekommen, wie sie Kunchom demoliert haben. Das tut weh, ich weiß, ja. Das ist meine Stadt. Meine Stadt, sie haben meine Stadt kaputt gemacht. Wir haben den heiligen Zeitstrang demoliert, ja. Ja, also da Oliver als Helme Hafax, dass er, der ist ja dann quasi in der Liga der Gezeichneten eine ganze Zeit lang. Der ist ja kein Überheld, sondern tatsächlich irgendwie, der ist nicht mal von Ehrgeiz zerfressen oder es ist kein so ein Arsch wie Galotta, sondern das ist halt auch so ein tragischer Anti-Held. Und der passt demzufolge auch großartig in diese Gegentruppe rein. Das hätten wir heute übrigens weiter vertieft, wenn wir Helmer heute gehabt hätten, wäre es auch darum gegangen, dass wir ihn seine Motivation ein bisschen mehr ausarbeiten und seine Tragik. Ja. Ja. Torx ist mit seiner verlorenen Freundin, die halt in der Ogerschlacht gestorben ist, traumatisches Element und danach halt durchgeknallt, halt wirklich irgendwie Joker-mäßig. Ivi, großer Moment irgendwie über den Dächern von Ysilia, deine Szene mit Torxis. Also da habe ich ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Oh. Und tatsächlich die Hoffnung, vielleicht hast du ihn umgedreht, vielleicht. Ist seine Seele noch zu retten. Wer weiß. Sowas erfährt man ja meistens leider nicht wirklich. Aber vielleicht hat es geklappt. Jetzt frage ich dich mal umgekehrt was, Ivi. Wie ist das für dich, in so einer 25 Jahre alten Kamelle zu spielen? Was hast du dir erwartet? Was hast du dir gedacht? Was würdest du gerne davon haben? Was würde ich gerne davon haben? Also man muss dazu sagen, ich habe ja das Abenteuer tatsächlich so zweieinhalb oder die Kampagne so zweieinhalb Mal geleitet, habe sie nie selber gespielt. Deswegen habe ich halt gedacht, oh geil, ich würde es, glaube ich, gerne auch einfach mal spielen. Aber ich habe die Lebenszeit gar nicht, ja. Ich weiß ja, wie lange das dauert, wenn man dann die Nebenreihen mitspielt. Und selbst wenn man so diesen ganzen Master-Aventuristik mitbringt, ich weiß nicht. Wir haben es dann nochmal angefangen und ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube, ich kann es nicht. Deswegen war ich wahnsinnig froh, als Marie und Nico quasi gesagt haben, du, wir würden das gerne machen, aber wir würden das gerne anders machen. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, auch vor Kamera, wenn es die normale G7 gewesen wäre, straight by the book, ich hätte nicht den Nerv dafür gehabt. Und deswegen ist es für mich sehr schön. Auf der einen Seite natürlich kenne ich die komplette Handlung. Aber dadurch, dass es anders umgesetzt ist, ist es für mich immer noch spannend. Und ist vielleicht Leuten aufgefallen, aber ich ziehe ja meine Freude am Spiel hauptsächlich an wirklich geilen Momenten im Spiel. Das ist mir so das Wichtigste. Deswegen ist für mich auch gar nicht schlimm, wenn ich bei einer Szene denke, dass ich weiß, was da jetzt passiert gleich. Und natürlich gibt es bei dem Abenteuer viele Sachen, die sind gut gealtert. Es gibt auch viele Sachen, die sind gar nicht gut gealtert, ne? Wo man dann schon mal denkt, uiuiui. Und ich bin auch der Meinung, dass die Überarbeitung der G7-Kampagne in dieses wirkliche Mammutwerk, wo dann noch alle Nebenabenteuer reingepresst wurden und dann noch im Hintergrund ganz viel
dazu gepackt wurde, was man vermeintlich dafür braucht, gar nicht nötig gewesen wäre. Ich finde, die Abenteuer haben so, wie sie damals waren, fast besser funktioniert als später, weil diese ganze Informationen, die sind super geil für den Spielleiter zum Lesen. Der ist mit den, ich weiß nicht, wie viele Seiten, es sind 3000 Seiten, gut beschäftigt. Es sind 2800 oder so, bestimmt. Es sind 1200 im Backstein, ja. Aber in so groß, ne? Und in sehr klein geschrieben. Sehr klein geschrieben. Ja, es ist wirklich sehr klein. Es fühlt sich mehr an, als es ist. Und da ist so viel drin, dass man sich durchlesen kann. Aber gerade auch wenn ich habe jetzt zur Vorbereitung auf heute tatsächlich nochmal in Siebenstreich auch reingeguckt aus der überarbeiteten Version. Und da sind so viele Sachen reingedrückt, die da vorher nicht drin waren. Mhm. Und auch Szenen, die du faktisch gar nicht erleben kannst. Also weil es wird mehrfach empfohlen, lassen Sie die Helden nicht alle diese Szenarien machen, weil die finden zeitgleich statt. Ja, also sprich, wenn Sie Kelch A holen, können Sie Kelch B nicht holen. Oder wenn Sie Kelch C holen, dann können Sie nicht diese Szenen, die hier jetzt auf 5 Seiten beschrieben sind, die währenddessen bei der 12 Götterthioste stattfinden, erleben. Das heißt, man kann sowieso nur einen Ausschnitt davon bespielen. Und ich finde das eigentlich auch gut. Ja, weil es ist zu viel. Ich habe jetzt also auch geguckt mal, okay, wie ist so das Verhältnis von Meisterinformationen zu dem, wo man wirklich was machen kann? Oder wie ist das Verhältnis von Vorlesetexten? Da sind auch seitenweise Vorlesetexte drin, wo dann Eiler von Schattengrund dir was erklärt. Ist jetzt nicht schlecht. Ich hätte vielleicht auch die Aufmerksamkeitsspanne, der 5 Minuten zuzuhören. Naja, vielleicht 3,5. Ja, aber... Will ich das machen, wenn ich Rollenspiel mache? Und meine Antwort darauf ist, eigentlich nicht. Und das deswegen, ist ja auch... Ja, also tatsächlich ist die Überarbeitung der gezeichneten Kampagne schon so die Pyramidenspitze des Kanonizitäts und Komplettheitswahns bei DSA gewesen. Mhm. No offense, also ich Hut ab von allen Menschen, die daran gearbeitet haben. Aber Anton und Marc, die ja die Überarbeitung zu großen Teilen gemacht haben, sind halt von vornherein mit genau diesem Ansatz. Alles, was irgendwie hier drin ist, wollen wir möglichst sinnvoll und möglichst zeitlich passend, dass man es halt tatsächlich mit einer, vielleicht mit 2 Gruppen durchspielen kann. Nur, dass dann aus einer Kampagne, die vielleicht, ich sag mal, 50 Sessions zum Komplettieren braucht, eine geworden ist, die 200 Sessions zum Komplettieren braucht, das geht einfach nicht mehr. Ich meine, das ist dann auch tatsächlich unser Fehler, mein Fehler damals als Chefredakteur, nicht wirklich gesagt zu haben, no, bitte macht irgendwie ein Bobberet-Lexikon oder was auch immer im Hintergrund dazu mit, denn wir haben ja da auch die Botenartikel und sowas alles drin verwertet. Macht wirklich enzyklopädische Nachschlageteile für die Spielleiter, aber versucht nicht alles in ein Abenteuer reinzukrammen. Das ist ja schon ein Kompromiss. Ich bin sicher, es gibt Leute, denen das nicht weit genug geht. Weil ich habe mit Menschen darüber gesprochen, wie man die Borberat-Kampagne zu spielen hat. Und unser Ansatz war ja, der ganze Vorbau, also alles, was in den 30 bespielten Jahren davor passiert, also in Ingame-Geschichte, muss ja irgendwie relevant sein. Ja, Galotta, Ogerschlacht, Kanäle von Grangor, Orkensturm, es spielt ja alles in diese Kampagne mit rein. Und eine Menge Leute sagen, eigentlich muss man diese ganzen Metaplot-Abenteuer vorher gespielt haben, sonst kann man die Epik der Borberat-Kampagne gar nicht so richtig erfassen. Wir haben gesagt, wir holen diese Events mit in die Kampagne rein. Aber die richtige Vorgehensweise wäre natürlich zu sagen, wir spielen jetzt halt auch die genannten Abenteuer, wir spielen Seelen der Magier, wir spielen alle Nebenlinien, wir spielen jedes kleine Szenario, das irgendwie parallel stattfindet, was im lieblichen Feld passiert. Ich habe den Namen des Abenteuers vergessen mit diesem Schleimdämon, der über das Vorhausreich fliegt. Brogas Blut natürlich, Goldene Blüten ist ja mit drin. Der hat sein Licht angemacht. Hat sein Licht gefunden. Ja. Und dann wäre das Buch ja dreimal so dick gewesen. Und ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die sich das gewünscht hätten. Und da muss ich sagen, da ist ja fast noch Zurückhaltung hier an den Tag gelegt worden.
Das sind die klassischen, völlig polaren Erwartungen. Das ist einfach so, ja, genau. Es gibt Leute, die sagen, ich habe von vornherein beschlossen, wir werden das nicht. Wir spielen das 25 Jahre früher in der aventurischen Geschichte. Wir schmeißen das alles hinaus. Wir spielen nur das. Das geht gar nicht. Wir brauchen diese Abenteuer und andere. Ja, wer hat da recht? Meine grundsätzliche Aussage ist immer, das ist euer Spiel. Ihr müsst das so machen, wie es für euch Spaß macht. Wenn du gerne dein Leben lang an der Borberat-Kampagne spielen willst, vielleicht ist das gut und sinnvoll für dich. Es gibt Leute, die das machen. Ja. Es gibt, also mein persönlicher Rekord, soweit ich weiß, Björn Steinborn in Berlin hat es geschafft, bis 2010 die Borberat-Kampagne viermal zu leiten. Okay. Davon von einmal für eine Runde nur aus Frauen bestehen. Das ist, soweit ich weiß, bis jetzt Rekord. Aber wenn mir jemand das gerne updaten möchte, gerne. Ich sammle das ja seit vielen Jahren, lustigste Varianten von, wie man die Gezeichneten spielen kann. Also die zwei skurrilsten Runden. Entschuldigung. Ja. Wenn du sie schon weißt, muss ich sie nicht mehr erzählen. Du hast in unserem Film schon gespoilert, sozusagen. Sieben gezeichnet sind sieben Zwerge. Aber was war die andere? Du hast nur eine genannt. Ja, die andere Runde war eine, in der mit einer Charizard und es waren lauter solche Soft-Skill-Helden, das dazu geführt hat, dass der Barde im Team der Tank war und vorne kämpfen musste, weil es einfach niemand sonst aussehen machen konnte. Und das, wenn das die Realität an deinem Spieltisch ist, dann ist die Geschichte so. Ja, natürlich musst du dann ein paar Hardcore-Gemetzel und Schlachten hinauswerfen und dafür ganz andere Sachen reinmachen. Und wenn man, so wie Thomas und ich zum Beispiel, einfach einen sehr unterschiedlichen Ansatz haben, auch Thomas hält von rein weißen Helden, kann die nun mal nicht sehr ernst nehmen und hat es gerne zwischen schwarz bis dunkeldüster. Dann, wenn du so eine Runde hast, dann kannst du und musst du mit ihnen natürlich Versuchungsabenteuer spielen, die in einem reinen Paladin, in einer reinen Paladin-Runde überhaupt nie funktionieren werden, wenn die was husten. Und umgekehrt mit Preisgeweihten im Team kannst du halt selten Schleichabenteuer und Intrigen und Verkleidungsgeschichten spielen. Und wenn du eine Gruppe hast, in der Schelme mitspielen, sieht das alles ganz anders aus. Daher ist es einfach ganz, ganz schwer zu sagen, wer da recht hat. Das Bedürfnis von Hardcore-Fans immer größer zu werden. Also ich meine, glaube ich, eine Paradefall ist ja wohl jetzt Song of Earth and Fire, also sprich Game of Thrones, wo der Autor so lange daran arbeitet, das alles fertig zu kriegen, dass, abgesehen davon, dass inzwischen wirklich seine Lebenserwartung in Frage steht, die Fernsehserie ihn einfach überholt hat, weil sie einfach immer gesagt hat, es hat keinen Sinn, auf ihn zu warten, das kriegen wir nicht mehr hin. Er hat sie selber geschrieben, also oder zumindest das ist schon selber mit Schuld. Crypt-Doctoring. Er hat, richtig, er hat ja noch, war noch genug eingebunden, aber es endet ja nicht so, dass er dabei Entscheidungen treffen muss, die entweder seine langfristige Planung verändern oder selber abweicht davon. Ja? Also ich habe das Szenario ja selber, ich bin eine ganz wenige Autoren, den Rollenspielabenteuer und den Roman dazu parallel geschrieben und veröffentlicht hat. Mhm. Auch das ist eine Sache. Was Sachen, die in einem Medium gut sind, ist in einem anderen funktionieren nicht. Einen Roman fokussiere ich natürlich auf einen Helden. Ein Abenteuer muss sehr viel demokratischer runter sein. Da muss ich eine Off-Topic-Frage stellen an euch Dramaturgie-Experten, wenn wir jetzt schon bei Game of Thrones sind und bei George Martin. Als ihr den Anfang der Geschichte, also jetzt, wir gehen mal nur von der Fernsehserie, als ihr den Anfang der Geschichte gesehen habt, wenn ihr es geguckt habt, habt ihr gedacht, das hat bestimmt ein glückliches, konsequentes, sinnvolles Ende? Oder habt ihr euch gedacht, das kann eigentlich nirgendwo Sinnvolles hinführen? Nein. Ich habe, als die Serie rausgekommen ist, natürlich vier von den fünf Roman-Backsteinen schon gelesen gehabt. Das heißt, es war klar, es geht sowieso nur nach unten. Ja. Und tatsächlich war der erste Roman halt wirklich ein Page-Turner für mich. Mhm. Und da ist dann wirklich, und das haben sie in der, denke ich, in der Serie auch gut umgesetzt. Ich habe tatsächlich nur die erste Staffel komplett geguckt, beim Rest immer nur wieder zwischendrin mal reingeschaut. Okay. Aber so die Kernszene, als Daenerys im Feuer halt quasi die Drachen gebiert, das ist schon irgendwie gut aufgebaut gewesen. Und das war dann halt auch im Roman toll. Und ja, da wusste man halt, ja, mit den
die Starks sind halt da, um zu leiden, und die Lannisters sind halt irgendwie die Arschlöcher. Das ist schon, denke ich, recht früh angelegt gewesen. Also da konnte man schon einiges erkennen, glaube ich, auch ohne, dass man die Romane gelesen hat. Ivi, du hast ja, also, noch, sorry. Also von meiner Seite kommt auch nicht sehr viel, was da erst, also ich habe versucht, über alle solche Sachen einen Überblick zu haben, aber ich bleibe selten in sowas hängen. Ich versuche, keine Vorurteile zu haben und mir genau solche Gedanken nicht zu machen zu Beginn einer Sache. Okay. Weil ich hasse es, wenn Leute immer vorher schon wissen, der neue Spock-Darsteller, der kann es ja gar nicht bringen, bevor sie ihn bei der Arbeit zugeschaut haben. Ich versuche, meine Kollegen ihre Arbeit machen zu lassen und sie danach dann zu beurteilen. Also der Einstieg war halt sehr deutlich, okay, das ist sehr intrigante, bodenständige Pseudo-Mittelalter-Fantasy. Da gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Entweder wird am Ende wird der Fantasy-Level immer mehr angehoben und es wird immer fantastischer im Laufe von vieler Zeit. Mhm. Oder es geht existenzialistisch einfach immer weiter mit, es wird immer elender und so weiter und du blendest mehr oder weniger dann irgendwann mal aus, ja, so Krieg und Frieden, russische Romane über Generationen und irgendwann klingst du dich halt aus. Und die dritte Variante war natürlich, dass da in dieser Crapsack-Welt dann irgendwann mal was Heroisches auftaucht, was ich für eher unwahrscheinlich gehalten habe bei dem am Anfang. Aber ich finde, wenn jemand gut ist, dann möchte ich bitte auch nicht am Anfang wissen, wo das hingeht. Also ich drehe typischerweise Sachen ab, wenn ich sage daraufhin, okay, kann ich mir eh schon ausrechnen, was er vorhat. Das ist nicht der Fall, das stimmt. Ja. Aber die Frage aber für mich eher, kann eine Story so knallhart konsequent sein und trotzdem Hoffnung auf ein Ende enthalten, das nicht deprimierend ist und gleichzeitig nicht komplett unlogisch und einen Hahn herbeigezogen doof? Und naja. Ich würde sagen, ja, siehe Expanse. Okay. Ja. Ja. Ich habe auch nichts gegen deprimierende Enden, tatsächlich. Also. Ja, aber ist halt die Frage, ob man die dem Mainstream-Publikum wirklich auf Dauer vorsetzen kann oder ob man einen Hoffnungsschimmer braucht, damit sie das Produkt weiter. Ja, da bin ich zu dem Thema habe ich eine sehr konkrete Meinung. Als all die Game of Thrones-Fans ständig geweint haben, wer alle gestorben ist, habe ich nur regelmäßig auf Facebook gepostet, was für ein Luschenabenteuer das ist, verglichen mit jedem normalen Shakespeare zum Beispiel. Oder. Ja. Trojanischer Krieg, da kommen zwei Leute raus, der eine, um in der nächsten Staffel zu sterben und der andere, um in der nächsten Staffel 10 Jahre zu leiden. Alle anderen sind tot. Shakespeare überleben im Schnitt 1-2. Ich meine, am Ende der Serie war noch immer die Hälfte aller Hauptpersonen am Leben. Also es war ja, gut, nicht jedes Shakespeare-Stück ist Titus Andronicus. Das ist richtig, natürlich, ja. Aber oder kaputt einfach, die waren nicht vielleicht noch am Leben, aber kaputt. Genau, richtig, genau das. Genau. King Lear, muss man sagen, überleben zwei, aber es sind halt 1,5 davon wahnsinnig nachher. Ja. Was das einen Hardcore-Geschichte ist, für den anderen eine Rehstreichler-Geschichte. Das ist okay. Auch, verstehe. Auch dazu. Dann kommen wir wieder zum Hardcore-DSA zurück, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Wo wir schon wieder abgeschweift sind. Ja, total. Wir sind nicht sehr gut darin, beim Thema zu bleiben. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich wollte noch auf diese Anti-Helden-Gruppe eingehen. Außer du wolltest noch was zu Game of Thrones sagen, aber ich glaube, du möchtest lieber wieder zu sehen. Nein, ich glaube, ich möchte lieber über DSA reden. Ich glaube, okay, ich kann mich stundenlang über Game of Thrones auslassen. Das wollen wir jetzt alle nicht. Diese Anti-Helden-Gruppe ist jetzt sehr schade, dass sie nicht von einem von euch beiden kommt, was nämlich wirklich eine Idee, die bei vielen Leuten hängen geblieben ist. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie meine DSA-Gruppe damals die Bauchrad-Kampagne gespielt hat. Und die haben wirklich dann mehrfach die Woche gespielt. Das war Oberstufe, Schule, die hatten Zeit. Ich durfte nicht mitspielen, weil ich keinen hochstufigen Charakter hatte. Ja. Du spielst doch erst seit mal mehr DSA. Du kannst dich jetzt nicht hier direkt mit in die Bobbard-Kampagne einstellen. Du könntest unser Knappe sein, aber das wäre ja langweilig für dich. Hm. Also wenn jetzt wirklich niemand Anspruch darauf erhebt, dass er die Idee gehabt hat, dann ist das vielleicht doch von mir. Gut, dann ist es von dir. Alles klar. Und zwar von einer ganz anderen Schiene. Weil ich habe das Konzept der 7 Gezeichneten ja aus einem sehr konkreten Grund entworfen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber vielleicht sage ich das hier jetzt trotzdem nochmal sicherheitshalber. Mein Hauptproblem als Autor ist, dass ich ja überhaupt nicht weiß, was in deiner Spielrunde passieren wird.
Und deine Spielrunde heißt ja in Wirklichkeit, wenn es gut geht, 20.000 Spielrunden. Das heißt, ich kann keine persönlichen Szenen schreiben. Das, was ich persönlich als Spielleiter am allerbesten kann, ist meine Spielenden wirklich bei ihrem persönlichen Charakter zu packen und ihnen ganz intime Szenen zu liefern. Herausforderungen, Drama, Liebesgeschichten, Verführungsszenen, Versuchungsszenen durch das Böse, was immer. Wenn ich aber nichts weiß über deine Runde, weil ich ja nicht mal mehr ahnen kann, wie die Frauen-Männer-Quote, Elfen-Zwerge-Quote, was weiß ich, ist, wie er ungefähr ausschaut, brauche ich irgendeinen Handle. Und das war die Idee mit den 7 Gezeichneten. Ich ramme einfach in diese Charaktere irgendeinen wie einen Krug von einem Griff an, der an dieser Figur befestigt wird. Ich weiß einfach, okay, einen von denen kann ich motivieren darüber, dass er wann immer er eine Borbarat-Magiespur aufgreifen wird, wird sein Auge zu glühen anfangen und er wird da irgendwie drauf reagieren. Einen kann ich darüber motivieren. Das heißt, also im Grunde habe ich versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen dem, spielt ihr, was ihr wollt, und ich gebe euch 7 Charaktere vor. Denn man könnte ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wenn du die Handlung kennst, wie Idi gerade gesagt hat, man könnte ja problemlos eine Kampagne auch anbieten mit den Worten, hier sind die vorgefertigten Charaktere, verteilt die in eurer Spielrunde, spielt die Geschichte. Ja, Cthulhu macht das ja immer wieder. Genau, ja, dann kannst du natürlich viel persönlicher Geschichten schreiben, weil du ja weißt schon 3 Jahre vorher, da kommt dann die Szene, wo dann die Drachenreiter-Heldin feststellt, dass sie die Tochter des Bösewichts ist, um einen ganz neuartigen Plotpunkt zu nehmen, den wir noch nie benutzt haben. Und ich weiß, dass ich im Zuge dessen schon auch mal über die gedacht habe, wie wäre denn das, wenn die Gegenseite, also ich weiß, dass ich beim Herr der Ringe mir immer gedacht habe, es wäre schon cool, wenn sich herausstellt, dass Sauron auch ein paar Profis hat. Der in der Verfilmung, dieser Typ, der aus dem Tor herausgeritten kommt mit diesem unglaublichen Grinsen, der nur ein paar Sprüche schafft und dann sofort geköpft wird. Und den fand ich schade, denn über den hätte ich gerne mehr gewusst. Dem hätte ich gerne zugeschaut vorher einen Film lang, was er für Sauereien macht. Ach, das macht Amazon bestimmt noch irgendwann, die Saurons Spin-off-Serie. Genau das, richtig. De facto fängt das ja jetzt zunehmend an, dass wir solche Sachen bekommen. Dass die Anti-Helden Geschichten bekommen, dass die Ableger-Helden Geschichten bekommen, dass der Hintergrund immer mehr dazu gemacht wird. Ja, Loki. Oder MODOK auf Disney Plus. Ja. Ja. Aber ich meine, vielleicht die DSA-Komplettisten und Kanon-Freunde, wenn man es dann zu Tolkien übertragen würde, würden das vielleicht angucken. Aber will man wirklich irgendwie Gollum meine ersten 50 Jahre? Also. Es gibt bestimmt Menschen, die das möchten. Ja. Ich bin auch sicher, dass es Leute gibt, die das schreiben könnten. Ja, das, natürlich musst du es gut machen. Also ich meine, Darth Vader, die ersten Jahre war ja wohl ein großer Reinfall. Es gibt Schlimmeres, wo Star Wars es gibt Schlimmeres, aber das ist keine Entschuldigung. Es gibt ernsthaft Schlimmeres als irgendwie Young Anakin, egal ob 9 oder 17. Ich finde schon, dass, also das ist jetzt ein bisschen wieder Star Wars, verdammt. Lass uns nicht wieder in meinen Star Wars-Rant-Modus verfallen, aber für mich sind die Sequels schlimmer als die Prequels, weil ich Dramaturgie wichtiger als Handwerk finde. Anti-Helden, Gegenhelden. Ja. Wie nannten die sich eigentlich? Ich habe vergessen, die hatten so eine ganz schlüssige Bezeichnung. Die Anti-Helden-Gruppe? Ja. Die hießen die Blutigen 7. Die Blutigen 7, danke, genau, das war es. Ich erinnere mich nur noch, dass der Anführer Xaphaidon Giovares hieß. Genau. Was so ein schmissiger Name ist. Ich habe diesen Namen gelesen und habe gedacht, verdammte Kacke. Also, wenn er ein AI drinnen hat, ist er von Thomas auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die sind halt in Reinheitsversprechen eingeführt. Es ist lange her, aber ich konnte mal den Spruch, der nur aus Wörtern bestand hat, die du beim DSA eingeführt hast. Das war irgendwas wie der Shai Eiern, der Kairan trinkt seinen Trank mit Kairan. Und so weiter. Wie schön. Also ich weiß nicht genau, ob das Aikatach von den Orks irgendwie auch von mir ist. Kann gut sein. Wer sonst sollte sich einen orkischen Kampfschrei mit Ei ausgedacht haben? Das ist. Ich wollte aber zu der Anti-Helden-Gruppe nur noch ganz kurz sagen, ich erinnere mich noch daran, wie unsere Spielerin nach der Runde rauskam oder am nächsten Morgen auf dem Schulhof erzählt hat, was gestern passiert ist in der Runde Rohals Versprechen oder Siebenstreich und total geflasht war von diesem Konzept der Anti-Helden-Gruppe. Und total, wir sind da einer Spiegel-Helden-Gruppe begegnet und die waren wie wir, nur scheiße, also nur gemein. Und die waren wirklich von dieser Idee
umgehauen. Ja? Also offenbar hat man da wieder eine tolle Idee gehabt und sie lange vergessen. Wie gesagt, ich im kreativen Prozess, alle neigen dazu, immer wenn eine Idee da ist, später zu sagen, es wäre ihre Idee gewesen. In dem Fall habe ich wirklich nur gesagt, also eher bin ich es nicht gewesen, aber wenn sich wirklich niemand meldet, könnte ich mir vorstellen, dass es, weil ich bin ein Fan von den glorreichen Sieben immer gewesen. Ich fand die Idee immer sehr lustig, sieben Samurai oder sieben. Also wie gesagt, die blutigen Sieben sind definitiv von mir. Eben, und ich wollte gerade sagen, aber ich habe sicher in Erinnerung, dass der Titel die blutigen Sieben nicht von mir gekommen sind. Das passt auch genau, das ist viel eher dein Humor, ja, die blutigen Sieben. Wollen wir da mal eine gute kreatives Ergebnis sollte ja sowieso viele Eltern haben. Das ist ja die Idee. Ja. Wollen wir mal den Chat nochmal dazu aufrufen, uns bei Fragen konkret zu Siebenstreich reinzuschreiben, denn wir haben ja jetzt in dieser etwas ungewöhnlichen Interviewsituation nicht so konkret über das Abenteuer gesprochen, außer bei ein paar Randnotizen. Ja. Aber wir haben auch nicht gespoilert, das ist das Positive, ja. Oder? Ja. Genau, meine erste Frage wäre, warum seid ihr noch immer online? Was wollt ihr wissen? Es ist ja nicht mal 10. Normalerweise streamen wir ja bis 11 oder so, wenn wir die DSA streamen. Aber mir wurde das verkauft hier als, ja, dann so locker ein Stündchen plaudern. Ne? Wir können auch hier aufhören. Also, nein. Du kannst auch jederzeit gehen, das zwingt dich ja keiner. Ja, ich bin freiwillig hier. Ja, also ich werde bestimmt nicht an der Stelle gehen, wo die Fans die Chance haben, etwas dazu zu sagen. Aber davon ab, ja, egal, wir können jederzeit aufhören. Und wir können jederzeit richtig anfangen. Der Paylord hat gerade massive Larbschmacht, das kann ich auch gut verstehen. Ja, das verstehe ich gut. Er hat Larbschmacht. Mhm. Das scheint mir jetzt auch wieder vom Thema wegzuführen, aber ja, ich glaube, wir haben alle Realitätsschmacht alle ein bisschen. Ich kann nicht aufhören, Perücken zu kaufen und ich habe quasi nie Gelegenheit, sie aufzusetzen. Das ist richtig schlimm. Das stimmt nicht. Du trägst doch dauernd Perücken, wenn du irgendwie streamst. Genau, ja, aber also ich meine, man muss. Ich besaß keine einzige Perücke bis letztes Jahr, ja. Und jetzt so im Lockdown und mit ich kann mich nicht verkleiden und alles. Und jetzt hast du eine Katze auf dem Kopf. Jetzt habe ich auch eine Katze auf dem Kopf, ja, aber jetzt habe ich auch irgendwie so, keine Ahnung, 6 Perücken oder so inzwischen und alle denken, es ist vorbei. Ja, ich habe auch Laubschmacht. Ja, aber konsumieren ist ja sowieso weitgehend ein Ersatz für Spielen. Das ist ja der wesentliche Grund, wie DSA funktioniert seit vielen Jahren, dass die Fans immer älter werden, relativ viele sehr gut qualifizierte Berufe haben, viel Geld haben, gar nicht so viel Zeit zum Spielen haben und deren selber lieber Produkte kaufen. Und deswegen wäre es schön, wenn es mehr Produkte gäbe, die nicht 1300 Seiten haben, mit massiv viel Content, den du gar nicht bespielen kannst, sondern einfach Produkte, die auf 50 Seiten sehr gut ausverarbeitet ein Abenteuer präsentieren, das du an einem Abend durchspielen kannst. 50 Seiten, ein Abend, no way. Der Jolly Orc. 20 Seiten. Ja, 16 Seiten, ein Abend, okay. Ja. Der Jolly Orc, alias Christian Bugedei, sagt mir seit 3 Jahren in Hamburg, er hätte eine 6-Stunden-Variante der G7-Kampagne und würde die gerne mal testen. Wir haben es bis jetzt noch nicht zusammengebracht. Ich habe von vorne gesagt, das ist ein solcher Badass-Post, das möchte ich einfach sehen. Mhm. Ich bin für alles zu haben. Vielleicht kann man es in 6 Stunden spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, wenn das Ritual nicht klappt, direkt im ersten Abenteuer. Ich bin davon ausgegangen, dass es schon die Mainstream-Handlung entlang rasen möchte, zumindest. Ja. Es gibt ja auch, das muss man auch noch dazu sagen, es gibt ja auch Leute, die ganz unterschiedlich spielen. Also gut, was kommt aus dem Chat? Bisher nur Mutmaßung, was Ivy morgen macht, ob sie wie viele falsche Bärte wir haben, wie viele Perücken wir haben, dass wir öfter streamen müssen, One-Shots, damit du deine Perücken durchrotieren kannst. Ja, ich wäre dafür. Nee, also cool. Was die 50 Seiten in einem Spielabend angeht, ich hab ja auch Beispiele für Dinge, die ich gut aufbereitet finde, für Leute für ältere Menschen wie uns, die keine Zeit haben. Ich nehme euch drei aus bei älteren Menschen, ich meine nur mich. Und zum Beispiel bei Numenera. Junger Mann, haben Sie sich eben als einer von den Älteren bezeichnet? Bei Numenera gibt es diese One-Shot-Abenteuer, die sind auf 8 Seiten, glaube ich. Da ist alles in einer grafischen Übersicht, Dungeon-Plan mit so schönen kleinen Markern. Hier passiert das und das, kleines Textfenster, das ist der MacGuffin. Falls Sie die Helden den nicht finden, kann der MacGuffin ausgetauscht werden durch das und das. Und dann passt das auf 8 bis 10 Seiten und du bist damit 1 bis 2 Abende beschäftigt. Oder ähnlich bei den ganzen, oder vielen von den Oldschool-Revival-Spielen. Ja, zum Beispiel Merkborg,
das jetzt nicht so mainstreamig ist, aber dem Grundregelwerk von Mörk Borg, das ist ein schwedisches Metal, Grim and Gritty Fantasy, Sword and Sorcery Ding, legt ein kurzes Abenteuer bei, 12 Seiten, und genauso aufgebaut mit schön breite Seitenleiste. Hier in der Seitenleiste stehen die Monster in diesem Raum und was man hier finden kann, wie sie auf die Spieler reagieren und der Plan dieses Raums. Und du erfährst beim Lesen erst, was eigentlich so die Connections sind. Man kann das ohne Vorbereitung leiten. Ich weiß ja, ihr steht auf dieses Konzept, oder hat man das Konzept, dass er dem Spielleiter auch nicht alles verrät, sondern erst im Verlauf des Abenteuers er sich wie bei einem Roman erschließen kann, was eigentlich der Twist des Abenteuers ist. Wenn das Abenteuer nur 12 Seiten lang ist, ist das auch... Also macht es die Sache noch runder, würde ich sagen. Ja, aber ist es dann ein Abenteuer oder ist es einfach nur ein ordentlich beschriebener Encounter? Ja, wo verlaufen die Grenzen, ne? Also ich will tatsächlich irgendeine Form von Handlung drin haben, die über hier geht's rein in den Dungeon und hier hinten ist das Bossmonster hinausgeht. Das klingt nach das Grabmal von Briglo. Ja. Ein einziger Versuch, ein Dungeon zu schreiben. Zu einem Zeitpunkt, 20 Jahre lang, 10 Jahre wollten alle Dungeon schreiben und ich wollte Sandboxes haben. Und als wir dann endlich beschlossen haben, Sandboxes sind cool, wollte keiner mehr Dungeons für die Anfänger schreiben. Inzwischen wollen die Leute wieder Dungeons. Ja, ich lasse auf dieses Abenteuer auch nichts kommen. Es ist super. Ich weiß, das hast du mir schon gesagt. Es ist sehr, sehr lustig, genau. Und ich bin bis heute, ich weiß nicht ganz genau, ob ich zufrieden damit bin. Für den Anspruch, was ich mir selber als Auftrag gesetzt hatte, warum ich es geschrieben habe, glaube ich, hat es funktioniert. Aber wir hatten sehr viel Spaß hier auf dem Kanal mit der Runde, mit den drei Bärtigen. Die waren wunderschön. John Mucho Bär und seine Freunde. Genau. Oh, wir haben die Archetypen gespielt, die dabei lagen. Verstehe. Nico, du hast jetzt gerade angesprochen, du weißt das ja von mir, dass ich das gerne so mache. Naja, nicht immer, ich weiß aber. Nein, das hast du dir rausgelesen oder das hast du konkret von mir gelesen? Das habe ich zum Beispiel in Krieg der Magier so erfahren dürfen. Ja. Dass da der Twist erst beim kompletten Durchlesen des Abenteuers. Heute ist es ja üblich, dass man in die Übersicht des Abenteuers reinschreibt, was die Handlungspunkte sind und was der Twist ist. Aber ich glaube, es war früher einfach Usus, dass man dem Spielleiter diese Erfahrung gönnen wollte, dass er selber beim Lesen erst rausfindet. Es war überhaupt nicht Usus, im Gegenteil. Ich habe es ein bisschen später, ich habe es auch irgendwo mal extra formuliert. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass der Käufer des Abenteuers, der Spielleiter üblicherweise, ist ja vor allem ein Fan. Und wenn er begeistert ist von der Geschichte, weil sie ihn gekriegt hat, dann wird er sie begeisterter erzählen. Daher versuche ich ihn nicht auf der eiskalt rationalen Ebene, hier sind die Baupläne, Herr Architekt, Ebene anzusprechen, sondern eben ihm eine gute Geschichte zu erzählen. Weil ich davon ausgehe, dass er die Begeisterung, die er dabei spürt, dann weiterzieht. Aber mir sind die Nachteile dieser Herangehensweise durchaus bewusst. Beide Herangehensweisen haben einen Vorteil und einen Nachteil. Und es ist völlig bezeichnend, dass es inzwischen beim DSA mit seiner extremen Regellastigkeit und diesem irren Hintergrund inzwischen auch übliches Abenteuer so zu machen. Aber ich würde nicht gerne haben wollen, ich setze mich mit meinen Freunden zusammen und will mit ihnen spielen. Das Erste, was ich tue, dass ich Baupläne bekomme, als würde ich ein Haus bauen. Okay. Würde ich sagen, sorry, so wichtig ist es mir dann doch wieder nicht. Aber ich kaufe ja auch keine Abenteuer, also was soll's. Ich denke, wenn man nur ein Abenteuer im Monat zu lesen bekommt oder in der Größenordnung, weil man vielleicht Student ist oder gerade anfängt mit dieser oder weil es halt gar nicht so viel auf dem Markt gibt, dann ist das auch eine völlig legitime Herangehensweise, dass man davon ausgeht, dass die Person, die das kauft, erstmal sich hinsetzt einen Abend und das genüsslich durchliest. Ja. Nicht wie heute, wo man von allen Seiten, es ist ja egal, bei welchem Medium, das Problem ist, der Content uns ertränkt. Ja? Und dann hast du natürlich den Wunsch, dass du schnell die relevanten Informationen bekommst und zu entscheiden, spiele ich das, mache ich es ganz anderes. Ja. Es war ja auch eine langjährige Diskussion, nur außen drauf zu schreiben, für welchen Level das Abenteuer gedacht ist oder was man so ungefähr, was ich nie durchsetzen konnte, ich wollte immer am Klappentext draufstehen haben, grundsätzliche Ansprüche an die Spielgruppe und an die Erfahrung des Spielleiters. Heute steht das drauf. Das ist seit spätem DSA 3 oder zumindest seit DSA 4
eigentlich Usus gewesen. Ja, ja, aber das Ansprechen natürlich der Erfahrung des Spielleiters war zu Zeiten, als das Ganze noch sehr Mainstream gelaufen ist, wieder ein kritisches Thema, weil der typische pubertierende junge Konsument natürlich gar nicht so gerne hört, dass er vielleicht gar nicht so erfahren ist als Spielleiter, wie er sich selber sieht. Oder sich zumindest nicht selber nicht realistisch einschätzt. Und daher die Info. Es ist, wie gesagt, alle solche Sachen. Es ist immer, die Metainformationen sprechen einen anderen Teil des Gehirns an und dementsprechend ist das immer schwierig. Willst du mit dieser auf dieser Ebene kommunizieren oder nicht? Du bist übrigens eingefroren, deine Stimme ist noch da. Wenn du es wirklich seriös machst, glaube ich, solltest du es machen. Ich glaube, heute würde ich Abenteuer auch eher so schreiben. Danke, danke, dass du heute Abend nicht Netflix schaust und auch nicht was immer. Wenn du dir schon Zeit nimmst für das Ganze, hier sind die Fakten, ganz schnell. Was wollen wir machen miteinander? Ich habe inzwischen Fragen aus dem Chat, aber sie sind nicht so richtig nicht ernst gemeint, glaube ich. Ich glaube, ich könnte sie auch selber beantworten. Die eine Frage ist, also die kann ich beantworten, wer kam auf die metallurgisch fragwürdige Idee, ein Schwert einzuschmelzen und daraus Kelche zu machen, die dann wieder zu schmelzen und ein Schwert daraus zu machen? Das ist metallurgisch mehr als fragwürdig, schreibt The Control 85 und auf diese Idee kam der Autor Hajo Alpas, der Autor von Die sieben magischen Kelche. Aber es ist absolut üblich, in Aventurien Waffen in Gefäße umzuschmelzen und wieder zurück. Das ist eine ganz klassische Verarbeitungstechnik, die schon die Zwerge entwickelt haben. Lange Tradition, ja. Ja. Das ist so ähnlich wie dieses ganze Zerspanen durch einen Drachen irgendwie vorne rein, hinten raus und dann aus dem Feuer wieder neu erstehen zu lassen. Ja, bitte, wenn wir gerade hier über Metallurgie klugscheißen, das ist der Hintergrund folgendes, das kommt in der nordischen Mythologie vor und das ist ja tatsächlich ein intelligentes metallurgisches Konzept. Also in mehreren nordischen Sagen wird das magische Schwert, weil es nicht gut genug ist, wieder zerfeilt und dann wird es typischerweise zum Beispiel an Tauben verfüttert und erst wenn es die Tauben durchgeschissen haben, wird daraus das nächste Schwert geschmiedet, teilweise dreimal hintereinander. Das hat man lange Zeit für eine rein magische Beschreibung gehalten und bis dann erste Metallurgen gesagt haben, naja, die konnten Kohlenstoff zufügen. Die konnten ja noch keinen Kohlenstoff und kein Nitrat damals zuführen, damit das Eisen Stahl wird, musst du ja irgendwo Nitrat und Kohlenstoff reinkommen. Und Vogelkot ist erstaunlich voll mit Nitraten und Kohlenstoff. Das könnte tatsächlich eine vollkommen wahnsinnige Methode gewesen sein, um irgendwo im Norden ein echtes Damaskus-Stahlschwert hinzukriegen, zu einem Zeitpunkt, wo keine Sorge wusste. Und dann hast du natürlich ein magisches Schwert, weil mit dem Ding kannst du natürlich dann all die Eisenprügel rundherum natürlich einfach bam, beiseite prügeln. Die Frage ist, wie kommt man auf die Idee? Was ist da zufällig passiert? Jemand oder was hat sich jemand gedacht? Und Eisenspäne fielen zu Boden und keine Ahnung, ein paar Tage später hat die Taube dann was ausgeschissen, was fantastisch, nach fantastischem Material aussah und was der Schmiedegeselle im Suff auf dem Nachhauseweg gefunden hat und sich gedacht hat, oder so. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich nehme an, dass es sehr viel mit der mangelnden Hygiene in einer Schmiede zu tun gehabt hat, wo sowas passiert ist. Und er hat dann halt, du hast ja Reste von Metall ständig verarbeiten müssen. Schmiede waren klassischerweise Altwarenhändler, die alles versucht haben, an Metall heranzukommen, weil es ja gar nicht so leicht zu kriegen war. Und wenn du da halt wirklich irgendwelches verschissenes Zeug gehabt hast, die haben ja gewusst, dass der Hochofen verschiedene Ergebnisse liefert, je nachdem, was du reinschmeißt und dass man nie genau weiß, was man da eigentlich ausschmilzt. Und man darf einfach nicht vergessen, wie viel Trial and Error. Alle, bei denen es nicht funktioniert hat, die sind gestorben. Diejenigen, die es geschafft haben, das Zauberschwert zu kriegen, sind dann halt berühmt gewesen. Sie sind dann auch gestorben, aber damit sind sie berühmt geworden. Aber ich hoffe, der Chat hier lernt aus dieser Antwort, dass es keine Frage gibt, die blöd genug wäre, als dass wir nicht 10 Minuten drüber reden könnten über die Antwort. Ja. Das ist mein Standard-Credo. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur Leute, die zu blöd sind, sie zu beantworten. Und das ist tatsächlich der Job an den Journalisten, blöde Fragen stellen, um was Sinnvolles zu hören. Und tatsächlich, die Realität überholt uns ständig mit bizarren Vorstellungen, die kein Autor, keine Autorin sich irgendwie aus der Nase ziehen können. Einfach mal, was ist eigentlich wirklich passiert? Das ist wirklich passiert? Verarsch mich nicht, what the fuck? Ja, Welt ist spannend. Ja. Welt, das Rollenspiel. Nee, Erde, das Rollenspiel. Was? Ja, Fragen? Das wurde übrigens auch vor einer Weile schon im Chat gesagt. Wir haben ein bisschen über die PR-Leute von Schmidt-Spiele
uns lustig gemacht hier, beziehungsweise vielleicht ein bisschen gelästert, aber jemand meinte, wenn es die nicht gegeben hätte, müssten wir jetzt wahrscheinlich hier sitzen und über Midgard reden oder noch schlimmer. Also nicht, dass es schlimm wäre, über Midgard zu reden. Wir würden gar nicht über Rollenspiel reden, vielleicht in Deutschland. Möglich, oder wir würden über D&D reden. Möglich. Was auch nicht schlimm wäre. Ne? Also wo wir bei der zu viel Content-Sache waren, ich finde ja, D&D macht das richtig, indem sie einmal im halben Jahr ein dickes Buch rausbringen, die aber ganz klar sagen, da sind Ideen drin, greif dir deine Ideen für 10 Spielabende raus, ignorier den Rest, mach oder leite es halt 10-mal für 10 verschiedene Gruppen. Aber du bist nicht gezwungen, jetzt jedes einzelne Wort hier umzusetzen. Und das ist einfach, denke ich, konditioniert auch bei DSA-Spielern, dass sie das machen möchten. Das kriegt man gar nicht so leicht wieder raus. Und Herr Kiso ist wahrscheinlich schuld an dieser Konditionierung, oder? Ja, wir alle. Also wir haben halt in den späten 80ern, frühen 90ern halt schon sehr viel mit vorgegebenen Storys gearbeitet. Wir haben durchaus gerne und da tatsächlich auch Uli in Form von Andreas Blumenkamp als Kolumnist in den Wunderwelten halt dann auch das ein oder andere Mal den Zeigefinger erhoben, was man heute einfach nicht mehr so machen würde. Genau wie man es gibt Leute, die machen es immer noch. Genau wie man eigentlich keine Dungeons aus dem Jahr 1975 mehr haben will. Aber wie gesagt, auch da gibt es Freunde davon. Genauso halt auch von den Miterlebabenteuern, wie wir sie bei DSA eine ganze Zeit lang produziert haben. Ach, es macht schon Spaß, Tomb of Horrors mit 20 Helden zu spielen und dann immer den nächsten absurden Charakter rauszukramen, wenn der erste in die Speerfalle gefallen ist. Haben wir ja auch schon im Stream gemacht. Mit einer Mischung aus Evox und Shadowrun-Trollen und lebendigen Booten, die groß genug waren, um über die Fallgruppen abzudecken. Das geht dann schon. Aber naja. Ja, also ich habe zu dem Thema eine sehr provokative andere Standpunkt. Also Ulrich Kiesow ist ganz bestimmt der war ja fast eine Generation vor uns. Also der war ist sicher natürlich in einer sehr autoritären Generation noch gewesen. Während ich für meine Zwischenjahrgänge natürlich ein ziemlicher Hippie bin mit meinem Laissez-faire. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich sehr massiv verantwortlich dafür ist, für diese Neigung zum orthodoxen Denken bei DSA-Spielen. Ich glaube, dass das eher ein selbstverstärkender Loop ist. Wir hatten ja mal 6-stellige Zahlen von Spielern, die haben wir aber weitgehend verloren. Übergeblieben sind die orthodox Denkenden, weil sich die orthodox Denkenden eben Regelsysteme kaufen und das ist eine sichere Einkommensquelle, die Verlage dazu bringt, in diese Richtung zu gehen. Vor allem rekrutieren sich die Autoren ja aus denen. Die ganzen Storytellerinnen zum Beispiel, die wir gehabt haben in den Anfang der 90er Jahre, Sandra Stöcker zum Beispiel, eine Berliner Autorin, das Hexenabenteuer und das Neandertaler-Abenteuer geschrieben hat. Ja, die aber tatsächlich ihres Storytellerin-Ader bei DSA ausgelebt hat, die war beinharte AD&D-Spielerin. Das ist richtig, du hast recht, die ist gerade kein gutes Beispiel, ja. Also worauf ich hinaus will, wir haben natürlich einfach sehr viele Spielende und Spielerinnen verloren, die einfach ganz was anderes haben wollten. Das ist einfach vor allem die Leute, an die ich typischerweise immer appelliere, macht euch eure Abenteuer selber. Das ist ja kein tragbares Geschäftsmodell. Ja? Wenn ich den Leuten sage, bitte emanzipiert euch von mir, von den Leuten erfahren wir auch immer weniger. Ich treffe immer wieder Leute, die mir erzählen, ja, ich habe angefangen damit. Wir spielen da seit Jahren in der Welt, aber das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ihr damals erfunden habt. Das heißt, das ist also in mancher Hinsicht ist das auch ein Wahrnehmungs-, ein Definitionsproblem. Wenn du die Leute definierst, die dabei bleiben als die Spieler, dann hast du naturgemäß Orthodoxe vor allem. Während alles, was eben divergiert, evolviert, sich davon entfernt, sich emanzipiert, naturgemäß dann einfach nicht mehr wahrgenommen wird. Oder also ich glaube, dass da draußen sehr viele Spielrunden sind, die ganz anders spielen. Aber die kaufen halt meistens nichts und interagieren auch gar nicht mehr so mit dem Hardcore-Fandom. Die werden auch nicht gut behandelt, wenn du heute in ein Forum hineingehst und ein paar exotischere Fragen stellst, wirst du derartig belehrt von den Eingesessenen und gedisst, das macht keinen Spaß. Also da ist nicht wirklich eine Politik, die versucht, Leute zu rekrutieren, die versucht, Neulingen was beizubringen. Gerade ja, 20-Jährige, sobald 20-Jährige solche Ausdrücke benutzen, wie wenn der Boss was droppt,
sehe ich in den Foren wenig Bereitschaft der alten Männer zu sagen daraufhin, da hole ich dich ab, wie können wir miteinander spielen, sondern eher, das heißt anders, das sagt man, schau dort nach. Na, wenn du das nicht weißt. Also, schwierige Sache. Ich würde mir von den Fans wünschen, dass sie etwas offener wären. Gibt es eine Diskussion im Chat über Filmumsetzungen gerade? Es ist ein bisschen abgedriftet. Ich versuche daraus eine Frage zu formulieren. Könnte nicht beim Thema bleiben, wo wir das... sah aus wie eine faulige Kartoffel. Das stimmt, ja. In unserem Film sah er aus wie eine faulige Kartoffel. Na und, so sieht der Hai auch aus. Ja. Oder das nicht? Film ist jetzt Kanon. Gab es noch Fragen zum Thema an sich? Oder sind wir jetzt völlig abgedriftet? Ich glaube, wir sind völlig abgedriftet. No offense, also... Ist aber auch nicht schlimm. Nee, muss auch mal sein. Ich lese gerade, gekochter Reis im Mörtel der chinesischen Mauer, Eier in der Brücke in Prag. Ja. Yep. Wie bitte? Ja. Das steht im Chat, habe ich das über was? Gekochter Reis im Mörtel der chinesischen Mauer, Eier in der Brücke also, in Prag. Also, Einbeinig schreibt im Chat, ja, hier Frage. Schieß los, Einbeinig, wir hören deine Frage. Oder hast du sie schon gestellt und ich habe sie übersehen? Wahrscheinlich. Frage? Bitte schreib sie nochmal. Geht dann nur schnell, Evi als Anmerkung, ich nehme an, wenn er über Mörtel in der chinesischen Mauer und Eier schreibt, dass das in Richtung Metallurgie, auf das noch anhakend genau, war, ja, chemische Zusammenhänge mit... Was man in Dinge tut. Unsere Vorfahren waren ja nicht weniger intelligent als wir. Sie wussten nur viele Sachen nicht, die wir heute zu wissen glauben. Der Großteil der Bevölkerung, wie die Pandemie gerade wieder bewiesen hat, weiß sie eh nicht. Dotti321 möchte wissen, wo ist der DSA-Film? Ich kopiere indirekt den Link direkt in den Chat für die Leute, die wirklich bereit sind, sich das anzuschauen, was wir vor über 10 Jahren uns gedacht haben, was man ohne Budget machen könnte. Er ist wirklich sehr gut. Für das Budget. Für das Budget ist er ganz okay. Ja. Es steckt viel Herzblut drin. Ja, und viel Arbeit. Immerhin mit sehr bekannten Schauspielern. Ja. Ja, es sind 4 Sekunden Christopher Lee drin, ja, genau. Und das ist tatsächlich etwa ein Satz, den er für mich in meine Kamera gesagt hat. Und nicht, ich habe das nicht aus einem anderen Film rauskopiert oder sowas, wie alle dachten. Natürlich ist das trotzdem fragwürdig. Aber so, Einbeinig schreibt immer noch. Nichts an Christopher Lee kann jemals fragwürdig sein. Das stimmt, ja. Christopher Lee ist einer der großartigsten, legendärsten Menschen, die in den letzten 100 Jahren gelebt haben. Das ist schon richtig. Ich finde, seine wahren Bereiche sieht man erst, wenn er Deutsch gesprochen hat. Ich habe die Frage von Einbeinig gefunden. Einbeinig? Ja, meine Frage. Wie wurden die Schwerter verteilt? Ist der 7-Elche-7-Kelche-Spruch noch kanonisch? Oder hat Montagonus sie verteilt? Also zunächst einmal fangen wir mal an. Hast du gerade Rakorum als Montagonus betont? Natürlich. Das mache ich immer. Ich weiß. Montagonus. Gar nichts weißt du, woher sollst du es wissen? Wir haben es immer nur geschrieben und es gibt intern. Thomas macht ja inzwischen Betonungsvideos im Internet. Und oh, ich auch. Also Audiodateien. Ja, die widersprechen sich leider. Aber genau, ich spreche alles anders aus als Nico, mach doch mal einen Zusammenschnitt davon, weil wir haben das wahrscheinlich beides irgendwie in deine Kamera gesagt. Nee, Evis hat ihre für Ulysses gemacht, glaube ich, ne? Ja, ich habe eine Audiodatei gemacht, aber wir können das trotzdem gerne zusammenschneiden. Ulrich Kiesow und Ina Kramer, die Göttin erfunden haben der Liebe, waren sich selber nicht wirklich einig darüber. Sie hat immer Raja gesagt, weil sie es halt gerne orientalisch gehabt hat und er hat manchmal Raya gesagt. Also nicht mal die zwei, die Göttin erfunden haben, wussten wirklich. Daraufhin habe ich damals gesagt, Leute, da draußen fangen die ersten Religionskriege an, wir müssen das verhindern. Dann erfinde ich jetzt einfach eine Begründung, dass beides erlaubt ist, weil es eben das eine, das war meine damals die Konstruktion. Und es ist ja auch absolut üblich, also ich meine, Tom Finn kennt mich jetzt seit 36 Jahren, spricht meinen Vornamen noch immer Hadmar aus. Ja? Ich kann 100-mal Hadmar zu ihm sagen, österreichisch, und er sagt immer Hadmar. Deswegen machen wir es auch falsch. Ja, ich finde das. Ihr könnt ja nicht anders als vorne hacken zu betonen. Ja? Das ist, dieses leicht Geschmierte ist eben österreichisch, das kriegt ihr nicht hin. Ja? Also, wie wär's mit Hadmar? Das ist alles, ihr dürft alles, wie immer ihr mich haben wollt. Hadmar? Französisch? Hadmar?
Ach, ja, okay, dann jetzt kannst du dich als Karlsruhe, als Badener kannst du dich jetzt genau deine halb französischen Gene natürlich einsetzen. Sehr gut, ja. Aber dir muss klar sein, dass der Rest der Deutschen kein Französisch kann und keine Ahnung hat, was du gerade. Ich hatte in der Schule 11 Jahre Französisch und ich kann auch kein Französisch. Ja, in der Grundschule schon hatten wir das. Ja. Warum auch immer. Okay, also bitte, weil wir gerade bei Aussprachen waren. Wie heißt die Reifenfabrik mit dem lustigen, dicken Männchen? Michelin. Michelin. Super. Hat aber mehrere Jahrzehnte lang als Michelin-Werbung gemacht, weil sie einfach kapituliert haben vor den Deutschen, die nicht imstande waren, Michelin auszusprechen, sondern Michelin gesagt haben. Und bei Suchard ist es ja auch sowas. Ich glaube, Suchard macht langsam jetzt Werbung, aber vorher haben sie auch 30 Jahre lang Suchard geheißen. Ja. Also das ist, das gehört einfach dazu, dieses nicht aussprechen können. Also mich stört immer die Parfümerie Douglas und die Douglas-Tanne. Und ja. Wobei eins davon, glaube ich, sogar richtig ist, weil irgendwie schon lange eingedeutscht. Aber wenn ich dann irgendwie... ich muss heulen wegen Clan Douglas. Haben wir jetzt die Frage mit den Elchen beantwortet? Nö. Ja oder nein? Nö. Nein. Also, Jungs, nein, jetzt reißt euch mal zusammen hier. Es war so peinlich, dass ich versucht habe zu verwenden. Also, zunächst einmal, ist das kanonisch? Nein, ich glaube, das hatten wir vorhin geklärt. Also schon im Zuge dieses Live-Workshops, wo wir sozusagen die Autoren miteinander arbeiten haben, ist, glaube ich, die Entscheidung getroffen worden, sehr demokratisch, das geht einfach nicht. Und in den Abenteuern ist sie meines Wissens nicht drinnen. Ansonsten schalten Sie demnächst ein, dann werden Sie es hier live sehen, wie es in Beventurien wirklich ist. Ja. Und die erste Frage ist, von wem ist, er hatte drei. Ja, die erste Frage war, ist das kanonisch? Die zweite Frage ist, wer ist auf die Idee gekommen? Wer ist auf die Idee gekommen, das einzuschmelzen? Wie wurden die Schwerter verteilt? Oder hat Montagonus? Meint er die Schwerter oder die Kelche? Verteilt? Kelche wahrscheinlich. Da steht die Schwerter, aber ich vermute auch, dass er die Kelche meint. Ja, Moment mal, möglicherweise sind wir hier gerade in der. Nee, er meint die Kelche. In der zweiten Frage steht, also in der normal gedachten, steht die Kelche. Ich dachte, wir hätten jetzt herausgefunden, dass das Schwert ursprünglich in 7 Schwerter zerschmolzen wurde. Und das wäre so. Ein Kelch! Das wäre so eine Geschichte gewesen, Ihnen nachträglich ein paar Retro-Abenteuer aus dem Jahr 30 vorzuerzählen, wo die 7 Schwerter verteilt werden und dann erst zu Kelchen. Dann den großen Kelch da draus zu machen, mit dem man quasi irgendwie den Lapis Philosophorum drin erzeugen kann. Auch nicht schlecht. 7 poplige Schwerter, die in irgendwelchen Rüstkammern in Weiden und Al-Anfa von Tauben zugeschissen wurden. Nein. Ich sehe auch gerade die Szene vor mir, wo sie in irgendeinem Tempel steht. Also du nimmst du nimmst den ersten Streich, du nimmst den zweiten Streich, du nimmst den dritten Streich. Ja, genau, richtig. Und daraus schmieden wir dann 7 Schluck. Oh Gott, das wird nicht mehr schön. Okay, die Antwort auf die Frage ist, wir wissen es nicht, oder? Auf die Frage von einbeinig. Wir haben keine Ahnung. Hallo. Es gibt eine Grundregel. Wenn du als DSA-Gott sagst, wir wissen es nicht, brechen Naturgesetze draußen. Entschuldigung. Und da sterben Menschen da draußen. Das dürft ihr ihnen nicht antun. Die Antwort muss immer lauten sein, du bist noch nicht erleuchtet genug, dass ich dir diese Antwort geben kann. Oder? Nein, wir haben keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist quasi, das hätte ich mir auf ein T-Shirt drucken können. Auch zu den Zeiten als Chefredakteurin. Absolut. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo ich es nachgucken kann. Und deswegen hast du effizient gearbeitet in dieser Funktion. Oder welchen Fan man fragen kann. Ja, genau. Oder wen man schütteln muss, damit er diese Information ausspuckt. Das ist, aber ich kann mir einfach furchtbar schlecht Dinge merken. Und wenn, dann nur Sachen, die einem nichts nützen im Leben. Ein Grund, jetzt bin ich bei kannst dir. Kannst du in RL irgendwie dir Namen merken? Ach so, ja, mit Namen bin ich nicht so schlecht. Ich habe eher Probleme mit Personen generell. Also... Ich weiß dann, oh ja, den habe ich schon mal gesehen. In welchem Kontext? Hi, ich bin der Hartmann. Ich habe mal was mit DSA gemacht. Ja, danke, das ist lieb, dass du das nochmal für mich sagst. Hartmann?
Sehr schön. Aber Tatsache, ja, ich habe das auch, also ich kann mich erinnern, dass ich angefangen habe, auf der Bühne zu stehen bei den Fan-Pro-Cons und einfach zu sagen, das weiß ich nicht, aber da vorne sitzt ja, in der ersten Reihe sitzt ja, ja. Edel-Hardcore-Fans so und so mit dem und dem. Also konkretes Beispiel, wo wir es wirklich ganz massiv so gemacht haben, waren die Nostradamus-Prophezeiungen, also Prophezeiungen, sind die bei euch, kommen die vor in der Handlung? Ja, ja, die sind die ganze Zeit ja im Vorspann, ja. Und die sind in erster Linie von Danny Vrandicic. Ja. Und da hat Danny Vrandicic hat eben, als er das aufgeschnappt hat, hat er sich von mir die eine Ausgabe schicken lassen, die Gesamttextes, und dann hat er angefangen, Fanzines herauszugeben, dazu mit Interpretationen, die bis zu einer 13. Auflage gekommen ist, bezeichnenderweise 13. Auflage. Und der hat einfach so viele Interpretationen gebracht, die einfach besser waren als alles, was ich mir schon mal angedacht habe. Vieles davon war ja reines provokatives Gedankengebäude, weil ich mir gedacht habe, ich kann mit Thomas über viele Sachen ja nicht direkt kommunizieren. Wir hatten ja noch nicht mal Internet, ja, wir konnten es nicht so leicht besuchen. Ich schmeiße einfach ein paar Sachen hin, dann kann er es als Baustelle benutzen und ich kann es als Steinbruch benutzen. Vielleicht ergibt es vor allem die anderen Autoren dann später. Und dann waren die Interpretationen von vielen Sachen von ihm waren einfach so viel besser. Und er hat ja auch gesammelt. Also tatsächlich irgendwie, dass wir uns, es waren bereits 3,5 Zoll Disketten und nicht mehr die labberigen 5¼, mit irgendwelchen Words da, am Anfang später Word-Dateien, die in erster Linie so klassische Brainstorm-Steinbrüche waren, aus denen wir dann gegenseitig irgendwie Sachen zusammen konstruiert haben. Ja. Deine Freundin Jess ist inzwischen als Gott aufgestiegen und ist bei Google und Wikipedia in San Francisco inzwischen, also abwechselnd alle 5 Jahre bei einer der beiden, dafür zuständig, vereinfacht gesagt, dem Internet Sprechen beizubringen. Also der ist was wow. Deuten von Sprache angeht, heute wirklich ein weltweit führender Experte geworden. Haben wir also im Zuge der G7-Kampagne ausgebrütet, den guten Mann sozusagen. Und was hat er genau gemacht bei der Kampagne, außerdem? Die also tatsächlich gesammelt, interpretiert, ergänzt diese ganzen Prophezeiungen. Aber er hat kein Abenteuer geschrieben, sondern nur diese. Also, ja, nein, aber er hat eben das, was viele Leute für die essentielle Vorabinformation gehalten haben, so interpretiert, dass es de facto wirklich Auswirkungen dann auf Abenteuer gehabt hat, die wir später geschrieben haben, weil wir einfach an ein paar Stellen dann gesagt haben, also eigentlich wollte ich ja, was ist das Zeichen mit den Fingern? Wie ist denn die offizielle Variante? Fünf Finger. Fünf ferngänzende Finger den Fluch der Felder gefunden. Ja, genau. Wer werden die jetzt ausgespielt? Wer droppt das Artefakt? Ist das, was man in Bastabuns Bann bekommt, von Abu Terfas über Taliesin. Das ist dann halt die metallene Hand, die... Ja. Bei uns hat das Taliesin direkt gedroppt. Ja, weil wir Abu Terfas rausgeschrieben haben. Ja. Genau. Ja. Aber was der Fluch der Felder ist, ist, glaube ich, nicht so richtig. Also mir ist das nicht ganz klar. Ah, habt es gemerkt. Okay. Also ich sag dir, was der Fluch der Felder ist. Es geht einfach darum, dass eine Alliteration erst richtig kracht ab dem 6. Buchstaben. Ja, okay. Das ist wahr. Ich weiß auch nicht, warum das grüne Tier mit dem Krötensinn seinen Kirschmeister kürt. Was hast du gesagt, das grüne Tier? Das grüne Tier, weil es ist ja irgend so eine Art Frosch. Es ist bestimmt auch grün, aber das... Also meine ursprüngliche Idee war, das grüne Tier kürt seinen Kirschmeister, heißt, es wird ein Fell oder Pelz abgezogen und das Wesen selber sucht sich aber aus, wer es kürschen darf, wobei ich das Verb kürschen zum Beruf des Kirschners das Verb erfunden habe, der Kirschmeister. Das war meine ursprüngliche Idee dafür, aber wie gesagt, das war nur so eine spontane, das kann man doch sicher mal brauchen. Irgend so eine Queste nach einem Fabeltier und dann muss das Tier sagt dann, ja, du darfst mir das Fell abziehen. Vielleicht auch, habe ich gedacht, vielleicht schreibt noch eine Autorin drüber und es wird eine unglaublich dramatische Szene, wo du sagst, ich kann dem Einhorn doch nicht das Fell abziehen, selbst wenn es mir das anbietet. Hätte man alles machen können, ja? Ja. Aber es kann dann halt irgendwann einmal, ja, de facto habe ich es dann für die Hexengeschichte gebraucht und da war die Kirschmeisterei dann gar nicht so wichtig, ja. Er hatte dann aber tatsächlich noch Prophezeiungen übrig und dann wurden noch Abenteuer nachgeliefert, obwohl die Kampagne schon durch war. Also zumindest wurde es so interpretiert, dass zum Beispiel Löwin und Einhorn nie zusammen in das Tal der Finsternis gegangen sind und deswegen haben wir eins der
schlimmsten DSA-Abenteuer. Man kann damit auch was machen, ne? Aber es gilt als eines der schlechtesten DSA-Abenteuer überhaupt, Zahl der Finsternis. Ja. Oder hattet ihr da andere Ideen für das Zahl der Finsternis? Ja, also meine Idee war ganz einfach, Löwe und Einhorn ist die klassische Verkörperung von Rondra, Geweiht und Magier oder sowas in die Richtung. Oder auch was Elfisches. Oder das British Empire, weil das sind die klassischen Schildhalter. Ah. Das ist richtig, aber ja, also in Wirklichkeit wollte ich eigentlich den Brexit vorhersagen. Jetzt genau, das hast du getan. Wow. Oder wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen nicht gemerkt von dem, der jetzt bei Google arbeitet. Danny Franek. Okay, ja. Der Brexit war doch schon vor Jahrhunderten absehbar. Vor Jahrhunderten schon. Ja, bevor es die EU überhaupt gab. Nostria Tamos war das selbstverständlich vor 500 Jahren bereits klar. Ja. Das heißt aber auch, dass die Borbaut-Kampagne sich erst dann wirklich abspielen kann, wenn der Brexit währenddessen vollzogen wird. Das heißt, dass nur die Kampagnen, die jetzt gerade gespielt werden oder im letzten Jahr gespielt wurden, legit sind, ne? Ja. Was unsere zum Beispiel ist. True. Ja. Ja. Oh Gott, ist deswegen heißt die Originalvorhersage, heißt der erste Löwe und Rabe, den Ring der Sterne verlassen haben, werden die echten sieben Gezeichneten, all die Hochstapler vor ihnen und so weiter. Ja, das den war Ring ja der genau Sterne verlassen haben. Das heißt, damit sagst du aber jetzt tatsächlich das Kammerkorteon voraus, dass da offensichtlich irgendwie jetzt wüstes Götterdurchmischen angesagt ist. Das ist die eigentliche Idee der Prophezeiungen gewesen. Wenn ich Fans etwas vorhersage, werden sie anfangen, darüber zu spekulieren, was es bedeuten könnte. Und das macht, Leute bauen sich dann eben sehr schnell ihre eigenen Weltbilder und haben gedacht, wir werden schon sehen, wer sich dann durchsetzt. Im Zweifel kann ich ja immer dann ex cathedra ich behaupten, das wäre die richtige Interpretation. Aber wie gesagt, ich wusste damals schon, im Zweifelfall, wenn ich nicht sehr gute Ideen habe, werden die Ideen der kollektiven Intelligenz der Fans größer besser sein. Das heißt aber nicht ex cathedra, sondern natürlich in diesem Fall ex post. Das ist ja halt das Texas Sharpshooter Fallacy, du schießt halt mit einer Schrotflinte auf ein Scheunentor, du triffst garantiert irgendwas und dann zeichnest du eine Silhouette drumherum. Okay. Und das, das ist die Methode, wie seit 500 Jahren, seit Nostradamus, halt mit Prophezeiungen umgegangen wird. Irgendjemand hat zu viel gesoffen, macht irgendwelche coolen Vierzeiler oder irgendwelche Sachen mit Alliterationen und danach trinken die Leute noch mehr Alkohol und fangen an, es zu interpretieren und sehen dann, oh, da ist irgendwas, was passen könnte. Lass uns mal darauf interpretieren. Ja. Da ist doch bestimmt irgendwie sowohl Napoleon als auch Hitler irgendwie in den Prophezeiungen drin. Genau. Die kriegen wir schon irgendwie rausdefiniert. Genau, richtig. Also Thomas hat mich jetzt gerade geoutet, richtig, genau. Es ist in Wirklichkeit, das ist in der Psychologie, es ist eben ein bekanntes Fehlschlussmuster, dem wir gerne alle unterliegen und dem halt vor allem Religionen, Esoteriker, politische Ideologen, Klimawandelleugner und so weiter, Impfgegnerinnen gerne unterliegen, die Kausalität so umzudrehen. Aber das ist doch offen ein Muster, daher muss es ja was bedeuten. Und daraufhin waren die Prophezeiungen des Nostradamus im Grunde eine Parodie. Wie der Name Nostradamus auch eigentlich recht deutlich bereits zeigt. Aber ich wollte einfach schauen, wo es hinführt. Ich selber bin nämlich, das muss ich zu meiner, einfach auch fairerweise zusagen, so sehr ich ein skeptisch denkender Mensch bin, ich bin in den 90er Jahren voll auf die Prophezeiung des Nostradamus abgegangen, weil ich einfach ein paar Interpretationen gelesen habe. Wie gesagt, es war vor dem Internet und es war einfach nicht möglich, einfach sofort immer zu überprüfen, hat er das wirklich gesagt? Und als ich dann das erste Mal Zugriff gehabt habe auf diese altfranzösischen Texte, habe ich gedacht, ja, gar nichts hat er gesagt, da kannst du alles hineininterpretieren. Es ist mittelfranzösisch, da kannst du die Hälfte der Worte gibt es nicht mal mehr auf modernes Französisch und da kannst du als Deutscher oder Engländer so alles hineininterpretieren, was du willst. Dein Netz versagt, glaube ich, gerade. Du bist sehr abgehackt. Ja, das ist, weil wir Hartmann jetzt geoutet haben und also Nostradamus geoutet haben, drehen die Mächte im Hintergrund jetzt Hartmann langsam aber sicher das Internet ab. Ja. Und jetzt ist er weg. Jetzt haben sie ihn entführt. Jetzt haben sie ihn sich geschnappt. Aber ich jetzt ist er gespottet worden.
Die Prophezeiungen sind ja ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal von DSA, also um es auch von D&D abzuheben. Du würdest in einer D&D-Kampagne nicht so eine Prophezeiung durchziehen können, weil sie meistens nicht so linear und so romanhaft aufgebaut ist, wie zum Beispiel die G7. Da weißt du, du wirst dafür sorgen können, dass die Prophezeiungen eintreten. Aber wenn du ein Sandbox-Dungeon-Crawler-Abenteuer hast, was die meisten D&D-Abenteuer nun mal sind, dann kann es halt passieren, dass die Spieler an deinen Prophezeiungen vorbeilaufen. Ja, oder es muss ja offensichtlich einfach sich auf irgendwas beziehen, was da ist, was dann so Dampframme ist. Aber ich finde, die sind schon ein wichtiges Element der Kampagne und es ist ja auch sehr befriedigend, sie dann nach und nach eintreten zu lassen. Und die Menschen wollen halt Sinn in ihren und Verbindungen in ihren Erzählungen und nicht einfach nur random Crap, der passiert. Den haben wir im echten Leben, ja. Tatsächlich diese Momente, das ist auch am Spieltisch immer großartig, wenn ich irgendwie als SL auf der einen Seite sitze und die Leute dann irgendwie, was ist jetzt gerade passiert? Sagst du das jetzt nochmal? Welche Worte? Moment, wenn wir jetzt irgendwie connect the dots? Nee, nicht wirklich, oder? Und das ist halt einfach toll, die Momente. Yeah. Wenn die Leute halt rausfinden, eine Prophezeiung stimmt wirklich oder das ist mit dieser Prophezeiung gemeint oder halt tatsächlich auch irgendwie, scheiße, das ist wirklich irgendwie der seit 800 Jahren im Grab liegende Friedrich Barbarossa, der jetzt irgendwie aus dem Kyffhäuser gestiegen ist. Und die Nazis verprügelt, als Troll. Coole Sache. Hattest du das auch zu verantworten damals? Du warst ja auch Shadowrun. Shadowrun ist das, ja. Also kann sein, dass ich das zu verantworten hatte, es ist aber nicht von mir. Okay, schade. Hartmar, hörst du uns noch? Ich höre euch, ja. Okay, du bist. Dein Ton ist, glaube ich, wieder besser, aber du bist. Vorteilhaft eingefroren. Ich bin vorteilhaft eingefroren. Das ist in meinem Alter schon mehr, als man eigentlich erwarten kann von mir. Wir sparen uns Ötzi-Witze an der Stelle. Ja? Also eines meiner, weil wir das gerade gesagt haben, über das Sinnstiftende, eines meiner Lieblingszitate, wenn ich meinen Studenten Storytelling unterrichte, ist von Tom Clancy, der diese Jack Ryan-Romane geschrieben hat, der so CIA gerne mit. What's the difference between reality and fiction? Fiction has to make sense. Genau. Also das Ärgerliche an der Realität ist ja, dass eben so viele Dinge passieren, die einfach keinen Sinn ergeben oder wir können halt keinen drin sehen. In der Realität stürmen Helden einen Hügel 124, verlieren die Hälfte ihrer Truppe und am nächsten Tag kommt der Anruf, ja, wir begradigen die Front, ziehen Sie sich bitte wieder zurück. Im Film wird das Ganze dann als die Entscheidungsschlacht des Vietnamkriegs geschildert, mit dem die Amerikaner den Vietnamkrieg praktisch gewonnen haben. Ja? Das ist typisch dafür, wie Fiction Sachen aufarbeitet. Und das ist das, was Thomas eben auch gerade ja genau sehr schön beschrieben hat. Wenn Spieler das Gefühl haben plötzlich, wow, ich bin da wirklich am Puls des Karmas dran, da kommt ein Hauch von Vorbestimmung und Sinn, das spricht halt einfach Teile in uns an, die sehr wenig, normalerweise sehr wenig Glücksgefühle erleben können, weil die Welt halt nicht wirklich sehr geordnet und sinnhaft erscheint. Dazu kommt jetzt nochmal eine Frage von Einbeinig erneut, und zwar geht sie an Hartmar. Es wird gefragt, kann man deine Vorlesungen als Gast besuchen? Das bin ich schon mehrfach gefragt worden. Nein, das geht aus grundsätzlichen Gründen nicht, weil die Fachhochschule in die Applied University of Salzburg eine Fachhochschule ist, wo du also Gebühren zahlst. Aber ich habe jetzt das erste Mal gerade eine Aufzeichnung zusammengebracht. Und ich verhandle gerade mit Ihnen, ob wir nicht vielleicht anfangen können, weil ich natürlich auch die letzten 1,5 Jahre vor allem online unterrichtet habe und gesagt habe, vielleicht schaffen wir doch eine Variante, wo ich das später mal dann online stellen könnte. Ich arbeite grundsätzlich dran, und wenn ich meine als 57-Jähriger meine niederen Technik-Skill noch überwinden kann, noch mich zu adaptieren an das neue Zeitalter, das jetzt dank Corona nur noch so stattfindet, dann gibt es das auf YouTube irgendwann einmal von mir. Ansonsten helfen mir die Orkenspalten. Natürlich, sehr gern, ja. Die helfen mir gerade sehr massiv, mich ins Netz zu bringen, so wie wir es hier gerade machen. Das wird auch, das ist tatsächlich irgendwie Seniorenförderung, die ich auch sehr,
sehr schätze und sehr unterstützen kann. Seniorenförderung. Ich bin ja nur ein Jahr jünger als Hadmar. 56 ist das neue 26 oder sowas. Ich fühle mich hier heute zum ersten Mal richtig jung. Du bist das Nesthäkchen hier heute. Ja, das passiert mir sonst nie. Ja. Ich bin damit aufgewachsen. Ich war immer der Jüngste im Freundeskreis in der Schule oder sowas. Es war dann schockierend, das nicht mehr zu sein irgendwann. Ja, ist komisch, ne? Ah, siehst du, ich war fast immer der Älteste. Also das war ein wesentlicher Aspekt meiner Beziehung zu Ulrich Kiesow, war das einer von drei Menschen in meinem Leben, wo ich einmal einen Älteren gehabt habe, der mir was beigebracht hat. Hm. Und das, also wo ich das Gefühl gehabt habe, ich muss ihm nicht ständig widersprechen, weil er Unsinn redet, sondern wo ich wirklich gesagt habe, wow, von dem kann ich wirklich was lernen. Und das prägt halt schon auch. Ich bin halt schon immer der Spielleiter für meine kleineren Geschwister gewesen. So bin ich zu meinem Beruf gekommen. Von klein auf habe ich mich um meine Geschwister gekümmert und habe für die Geschichten mir ausgedacht. Ja, das hast du ja auch in der Doku erzählt, ne, dass du Rollenspiel gemacht hast oder Pen Paper gemacht hast und einfach nicht wusstest, was das ist, was du da machst, bis du über DSA gestolpert bist. Oder über D&D und DSA. Ich glaube, das ist ja. War das bei dir auch so? Ja, die haben mich in Salzburg beide Boxen gleichzeitig. Ich habe sie Ende 84 beide Boxen gefunden und habe sie aufgemacht und heimlich drin gelesen, was man halt damals so 10, 15 Minuten lang machen konnte, bevor eine Verkäuferin aufgetaucht ist und gesagt hat, was wollen Sie denn kaufen? Ich habe da schnell durchgeblättert und gedacht, okay, wow, was für schräge Idee das ist. Okay, man kann diese Sachen, okay, Eigenschaften könnte man auf Zahlen messen. Ich habe das immer mit verbalen Begriffen gemacht, wie sehr klug, clever, charmant oder sowas in der Art. Okay, das könnte man auch mit Zahlen. Warum würfeln sie? Was für eine bescheuerte Idee, die Handlung auszuwürfeln. Das macht das Spiel nicht besser. Aber gut, okay, probieren wir es mal. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Würfeln nicht unbedingt die beste Idee ist für eine gute Handlung. Aber es waren halt so viele gute Ideen drin. Und dann habe ich mich sofort hingesetzt, meine Materialien zusammengepackt und habe sie an Schmidt-Spiele geschickt. Genau, weil die andere Adresse von der D&D-Box war mir irgendwie dubios, weil das war ja eben nur der deutsche Herausgeber eines amerikanischen Produkts. Das war mir zu wenig. Mhm. Schmidt-Spiele kannte ich schon. Und kurz darauf hat sich dann Ulrich Kiesow aus Düsseldorf gemeldet, weil für mich keine Ahnung von Deutschland habe. Ich habe doch nach München geschrieben, wieso kriege ich jetzt Briefe aus Düsseldorf? Dann, so ist das losgegangen. Ja, auch das etwa ein Jahr, oder Dreivierteljahr sogar, glaube ich, nur vor mir. Du hattest auf jeden Fall deinen ersten Botenartikel schon drin, als wir haben nämlich auch die Sachen aus unserer Spielrunde sowohl an den Regionalmeister, also das ist ja eine Sache, die man Schmidt wirklich zugute halten muss, wie die damals die Fanbase aufgebaut haben und halt tatsächlich, da gab es das Wort in der Form vermutlich noch gar nicht, Community Management betrieben haben, indem sie halt wirklich Clubs gefördert haben und diese nach Postleitzahlen geordneten Regel beantwortenden und Vorsortierer, die halt die wichtigen Sachen zur Redaktion nach Eching bei München geschickt haben. Und die haben dann nochmal irgendwie sortiert, halt der Oliver Richtberg und der Willi Grögel. Und da ist dann wirklich eine Auswahl direkt zu Uli Kiesow gekommen. Und wir haben mit den Sachen, die wir in der Runde erfunden haben, was ganz klassisches D&D-Material eigentlich war, Schatzlisten, Begegnungstabellen und unsere Karten halt. Weltkarte, das war das, was mir Uli dann gezeigt hat. Schau mal, da haben zwei Bochumer Buben haben eine Karte entwickelt. Also irgendwas stimmt bei der ganzen Geschichte. Also erstens hat er dich immer als so viel jünger als mich dargestellt. Und zweitens, ich habe ja 1,5 Jahre lang mit Uli diese aventurische Botensachen gemacht, bevor ich das von euch gesehen habe. Irgendwas passt. Was bist du für ein Jahrgang? 65. Eben, ich bin Jahrgang 63. Dir fehlt da immer ein Jahr. Ja, ich bin Januar, also 4. Januar. Na okay, damit Januar bist du. Okay, also ich weiß, also irgendwas, langsam fangen unsere Altmännergeschichten an, da diffus zu werden. Also ich kann mich jedenfalls erinnern, als ich diesen Stapel von kopierten Seiten, die haben offensichtlich eine Wand voll mit Aventurien gehabt, habe ich mir gedacht. Die waren halt tatsächlich in dem Maßstab, in dem Ina später die Regionalkarten gemalt hat. Ja, ja.
Und ich habe allerdings als quasi als Topokarten, also mit Höhenlinien und so was. Und das ist auch was, ich glaube, die sind bei Ina und vielleicht irgendwie beim Umräumen mal verschütt gegangen. Die existieren leider wohl nicht mehr. Ja. Aber Ina hat sie jedenfalls bestimmt auch als Vorbild für die Karten immer wieder benutzt. Ja, ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder, wenn ich so beim Donnersturmrennen, wenn ich irgendwo durch eine Gegend gekommen bin, na, schauen wir mal, was diese Bochumer Buben da gesagt haben. Kann ja nicht, ist ja egal. Ich muss ja sowieso irgendwas erfinden, dann ist doch viel sinnvoller. Ich nehme schon was schon auf der Karte ist, weil dann haben wir eine Gemeinschaft. Auch auf unseren Karten waren ganz, ganz schlimme Wortwitze drauf. Ja, ja, ich glaube, auf die Idee sind wir alle gekommen. Dass wenn du da sitzt und unter Zeitdruck was generieren musst, dann erfindest du halt schnell komische Sachen. Wenn du viel Zeit hast, dann machst du noch viel mehr Wortspiele, die du kannst. Das gehört so. Ja, Gradatz und ich haben Heveno Schalum fast den vollständigen Text im Ptolemidenland untergebracht. Ja. Urachin. Das sind alles irgendwelche Oasen oder sowas geworden. Nembutal, also ausgesprochen in Aventurien Nembutal, ist eine im Zweiten Weltkrieg verwendete Wahrheitsdroge. Oh, okay. Stimmt. Ja, das klingt, hast recht, das klingt wie so eine Chemikalie. Ja. Und dann haben irgendwelche Fans von mir haben irgendwann mal Mardasee, also Mondsee, da wo ich jetzt gerade, von wo ich gerade wieder streame, jetzt wo ich nicht in Hamburg gerade bin, habe ich eingebaut und so. Wir haben uns nicht, also ganz oft haben wir uns halt auch einfach gegenseitig Eier gelegt. Also einfach Anspielung. Es gibt glaube ich, irgendein Quiz, jetzt gerade mal reingerätschen, wo ein Wer hat's erfunden, Tolkien oder Novartis, wo halt wirklich Elbennamen und Medikamentennamen. Mhm. Ja. Wie Metalband oder IKEA-Möbel. Das mache ich mit meinen Arbeitskollegen immer, die sprechen ja alle kein Deutsch. Ja, und wir machen immer, was ist das, entweder medizinisches Problem oder Schimpfwort, also ich nenne ihn das irgendwas auf Deutsch, so keine Ahnung, wie Kniegelenksverletzung und als Pendant dann dazu die Arschgeige und sie müssen dann raten, was von beim, was ist, das ist ja, ja. Die Arschgeige kann beides sein. Ja. Ja. Oh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass so ein Deutscher zu einem anderen, du Kniegelenksverletzung. Ja, ja, genau. Das klingt, ich glaube, das ist die Beleidigung. Und das Arschgeige, ich glaube, Arschgeige heißt irgend sowas wie Bottom, oder? Das könnte ein Geschwür am wir Arsch. Wir hatten auch schon Liebesschwüre oder Beleidigungen. Auch das können sie nicht auseinanderhalten. Also, ja. Ist ein sehr guter Zeitvertreib, wenn gerade mal nichts was hast ist. Du da für Arbeitskollegen? Was? Ach so, wir arbeiten im Tier 2 technischen Support und managen Incidents. Das heißt, wenn irgendwo die Hütte brennt, dann sind wir diejenigen, die sagen, vielleicht sollten wir das reparieren. Und dann versuchen wir panisch Leute zu finden, die das können. Ah, okay. Und die sind natürlich international verteilt. Die sind, ja, also wir sprechen Englisch und keiner, bei mir, zumindest von meinen unmittelbaren Kollegen, kann keiner Deutsch. Und deswegen können wir uns diesen Spaß gönnen. Ja. Ja. The Control 85 schreibt, er könnte Hatma innerhalb von einer Dreiviertelstunde besuchen, weil du jetzt verraten hast, in welchem Ort du wohnst. Oder gerade sitzt. Und du hast ja auch gesagt, so viele Gebäude gibt es da gar nicht. Also kann man da ja durchaus mal überall klingeln. Du hast einen neuen Stalker. Ich habe einen neuen Stalker. Ist das großartig. Yay. Es ist, wenn du jetzt losfährst, hast du noch immer so bessere Chancen, weil natürlich ungefähr ab Mitternacht die paar Häuser, die hier rumstehen, nicht mehr beleuchtet sind. Ich werde die ganze Nacht entweder hier chatten oder anderen Unsinn machen. Daher brauchst du nur zum einzigen beleuchteten Haus. Ja, also mal gucken, wie lange wir hier noch reden. Also 45 Minuten schaffen wir noch. Wenn also im Hintergrund auf dem Fenster jemand klopfen sehe gleich bei Hartmann, dann. Ja. Also um dich persönlich wahrzunehmen, ich freue mich über dein Interesse, ich würde es vorziehen, wenn du mich nicht besuchst, aber du darfst gerne sagen, wo du herkommst, das interessiert mich jetzt. Ja, es war immer ein Versatz von ein paar Sekunden, mal gucken, ob The Control uns verrät, wo das ist. Ansonsten war das auch nicht ganz ernst gemeint, ich denke, wir sollten langsam mal zum Abschluss kommen, ich habe ja eigentlich mal gesagt, dass wir nur eine Stunde oder sowas quatschen, war natürlich gelogen. War euch aber wahrscheinlich allen klar. Als ob wir das jemals zusammengebracht hätten, hier früher fertig zu werden. Er hat so viele Stalker, dass sie sogar eine eigene Con abhalten, schreibt Brausepulver. Sehr schön, ja. Aus der Chiemsee heißt es, ja nicht Chiemsee, Entschuldigung, aus der Chiemsee-Gegend. Okay, das ist cool.
Ja, das ist wirklich sehr lustig. Also das heißt, er sitzt auf der anderen Seite zwar der Grenze, aber die Seen gehören, also es gehört nicht mehr direkt geologisch zum Salzkammergut dazu, aber die sind schon relativ ähnlich entstanden. Ah, du wohnst so nah an der Grenze, okay. Das ist ja... Ja. Machbar. Meine Mitösterreicher hassen es ja, wenn ich ihnen sage, dass wir einen bayerischen Dialekt sprechen. Das wollen sie überhaupt nicht hören, aber de facto sprechen mehr Leute. Wir haben ja gerade mit dir gesprochen, ja, dass du als Badener ja theoretisch auch noch am Rande des bayerischen Dialektkontinuums sitzt. Ja. Das hast aber was du behauptet, glaube ich, ja. Aber wir Österreicher jedenfalls sprechen sehr viel deutlicher das Bayerische dran. Für mich ist der Übergang auch fließend. Ich kann das oft nicht auseinanderhalten, muss ich zugeben. Also jemand aus Wien kann ich, glaube ich, noch zuordnen, aber so die Grenzbereiche sind schon verschwimmen. Wollen wir da mal kurz drüber reden, Ibi, wie wir jetzt weitermachen mit der Baubereit-Kampagne bei uns? Also konkret mit unserer und weniger so als abschließende Werbemaßnahme für die 154 Leute, die noch hier sind und weniger über das allgemeine Ding. Ist das okay? Denn wir machen ja am Mittwoch weiter. Ja, wir machen am Mittwoch weiter und wir machen am Mittwoch noch weiter mit Siebenstreich, richtig? Genau, wir schließen am Mittwoch wahrscheinlich Siebenstreich ab. Und zwar mit einem Teilszenario, das wirklich in diesem Buch steht. Und sieben Elchen. Kelchen. Ja. Genau. Ja. Siehst du, das kriegst du schon wieder nicht mehr raus. Ja, es ist unglaublich. Nee, schlimm. Genau, da machen wir weiter. Und wir hatten ja jetzt das letzte Mal so wirklich dick auf die Tragedrüse gedrückt, um es im hippen Neudeutsch auszudrücken. Wobei, das ist wahrscheinlich hippes Neudeutsch von vor 20 Jahren. Die Tragedrüse ist für mich sehr neu. Habe ich ja nie gehört. Von daher glaube ich schon. Gut. Du bist hier die Autorin. Ich werde dich nicht korrigieren. Ich habe selber selten die Gelegenheit, hippes Neudeutsch zu schreiben. Aber ich würde das gerne mehr tun. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Ja, und dann war jetzt eigentlich für heute der Plan, was ja jetzt leider nicht geklappt hat, aber was wir sicherlich noch nachholen werden, dass wir unsere Superschurkenrunde weitermachen. Also sprich, die Gegenseite mit, was hatten wir bisher? Torx ist gut, der wird vielleicht beim nächsten Mal nicht dabei sein. Das werden wir dann am Mittwoch entscheiden, denke ich. Helme Hafax hatten wir, dann hatten wir natürlich Selinde, Falks umtriebige Schwester, die eben mal so einfach zum Borbarad übergelaufen ist, um zu verhindern, dass ihrem Bruder der Kopf abgebissen wird. Was eine gute Motivation ist für alles. Ist außerdem hatten sie Kekse. Richtig, das auch. Und die richtigen Argumente für eine jugendliche Frau mit Machtfantasien. Dann hatten wir, wen hatten wir denn noch in der bösen Runde? Wir hatten noch jemanden. Ja, wir hatten Asphalel von Jörg Umberg auf uns. Asphalel, so. Richtig, genau. Ist aber eh schon zum NSC wieder degradiert worden, mehr oder weniger. Und wir werden, wenn wir das nächste Mal machen, Helma hast du erwähnt, ne? Oliver Hoffmann als Helma Hafax. Oh, und wir haben noch jemanden, der sehr groß ist und sehr böse und sehr tot. Gespielt von jemandem, der nur sehr groß und sehr böse ist. Oh Gott, wer könnte das übernehmen? Wer könnte das machen? Wer kann sowas wohl machen? Ja, das wäre der Plan für heute gewesen, aber wir finden dafür einen neuen Termin, da bin ich mir sicher. Und du hattest noch erwähnt, beziehungsweise du hattest noch in Aussicht gestellt, dass du noch eine Runde leiten würdest, einen One-Shot, in der wir dann den gemeinen Söldner- und Soldatenpöbel mal zeigen, wie er durch diesen Krieg stolpert, von dem er absolut keine Ahnung hat. Einfach mal so eine Trenches-Folge, wo wir ganz, ganz erbärmliche Soldaten sehen, die einfach in den Kriegswirren verloren sind. Genau. Das werden wir dann wahrscheinlich im Juli irgendwann machen, denn eigentlich haben wir mit der Robert-Kampagne ab dem 7.7. Pause. Wir machen eine Sommerpause. Wir beenden Siebenstreich, wir fangen mit Rohrsversprechen an, es wird noch höchst dramatisch werden und dann machen wir einen ganz bösartigen Cliffhanger und kommen wahrscheinlich erst Mitte August wieder. Und in der Zwischenzeit machen wir diese lustigen Lückenfüller. Nein, es sind ja keine Lückenfüller, die sind ja noch cooler als die normalen Folgen, weil wir großartige Gaststars haben, wie zum Beispiel den Hartmar. Und ich hoffe, dass wir den Thomas irgendwann auch nochmal als Dexter Nimrod sehen werden. Oh, bitte, bevor Schulinei ins Gras weist, du musst sie doch noch einmal Detmar sehen dürfen, bitte. Ach, ja, das kriegen wir hin. Wunderbar.
dann kann ich glücklich sterben. Ja, übrigens in dieser Schurkenrunde, falls sich jemand gefragt hat, und was macht die Olle denn schon wieder hier im Abendprogramm, ja? Ich hätte hat da, niemand gefragt. Ich frage mich das ständig. Ich hätte da auch mitspielen dürfen. Und zwar, es wurde sich ganz, ganz oft gewünscht, kann Schuli, nein, ich bitte eine böse Zwillingsschwester haben. Ist nicht die Zwillingsschwester? Und ich habe mir immer gedacht, wie kann denn Schulinei einen bösen Zwilling haben? Die Frau ist selbst so durch. Aber keine Sorge, wir haben uns da was ausgedacht und sie hat tatsächlich eine Schwester, ja. Und die hätte ich gespielt. Ja, und wer jetzt aufgepasst hat, weiß ja schon, wer das sein könnte. Ja, wer das sein könnte, genau. Und, also, es wird eine sehr prominente Runde, in-game wie out-game dann, wenn wir das hinkriegen. Und ich schätze, genau, dass wir das Mitte Juli dann auf die... Da kann ich dann auch endlich meine Perücke aufziehen, ja. Genau. Und ansonsten die Bauernrunde, wie wir es genannt haben, oder die einfache Fußsoldatenrunde, das war so eine Idee, dass wir halt gedacht haben, hey, wir wollen mal ein bisschen mehr von diesem Krieg zeigen und vielleicht auch mal was nicht so heroisch ist und ein bisschen grim and gritty. Und dann habe ich halt gesagt, ach ja, kann ich machen, ne, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Mhm. Und wie gut das dann funktioniert, das könnt ihr sehen hier auf Orgenspalte TV irgendwann im Juli. Das wird bestimmt gut. Oh Gott, ihr spielt eine Trenches Making-of-Doku, Halb-Doku, Real-Reality zu irgendwas, was ich vor 30 Jahren geschrieben habe. Das ist so Meta, das ist so wow. Wenn du willst, kannst du da auch noch mitspielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, einen planlosen Söldner, der nur versucht, einen schnellen Dukaten zu machen. Mhm. Das klingt sehr attraktiv in der Geschichte und dann ständig die ganzen Logikfehler der gesamten Geschichte aufzeigen zu können. Ja. Wieso machen die das? Das ist auch immer so die Frage, rennen, desertieren oder halt vielleicht doch kämpfen? Na, vielleicht lieber doch. Ja. Also, die ganzen moralischen Fragen, über die man sich als Held toll Gedanken machen kann, wo man weiß, ich bin hier das Schwertfutter und ich kann mir darüber gerade keine Gedanken machen. Braucht man aber noch irgendwie einen Leutnant, der frisch von der Kriegerakademie ist. Hochmotiviert. Hochmotiviert, ja. Idealistisch. Und dann wird neben ihm irgendwie seinem Weibel, den er seit 2 Jahren kennt, der tatsächlich irgendwie sein Verbindungsglied zu den einfachen Leuten ist, der wirklich auch die Ahnung hat und eigentlich ein herzensguter Mensch ist, auch wenn er irgendwie so der typische Gruff Soldier ist, nach 2 Minuten von einem Dämon der Kopf abgerissen. Natürlich. Ja. Oder ja. Splash! Das habe ich schon so eingebaut. Also, dafür haben wir keine Sandkasten-Planspieler in WM gemacht. Dafür bin ich nicht ausgebildet. Also ihr könnt auch gerne beide mitspielen. Ne? Bisher haben wir nur 2 Spieler für die Runde. Und zwar ist das einmal, hat der Eric gesagt, er wäre da dabei, der ja schon einen der Gezeichneten spielt. Aber sehr wenig sagt. Ja. Da kann er mal mehr sagen. Ja, ich hoffe, dass er ein totales Plappermaul spielt. Gut, lass uns nachher ein bisschen über Termine schauen. Bei mir schaut das Sommer relativ dicht aus, weil ja eben alle jetzt anfangen zu streamen. Aber das klingt lustig. Und wir haben ja auch schon über den 7. gesprochen, wenn wir Worals Versprechen angehen. Da hatten wir auch noch mal eine weitere Rolle, über die wir jetzt noch nicht reden. Vielleicht. Ja. Und ich lasse mich natürlich auch gerne mal von Evie leiten, das ist auch lustig. Ja, es gibt auch Backup-Charaktere, also es steht auch noch nicht fest, dass man dann den ganzen Abend dieselbe Person spielt, dann das... Das entspricht meinem Rollenspielansatz sehr deutlich. Ich habe mit diesem langfristigen Kampagnenleben eh nie so viel anfangen können. Ich mache gerne extreme neue Sachen. Das ist ein turbrische Garde, ein DCC-Funnel. Ja, stimmt. Und kann ich den Kriegsveteran John Muchobär spielen, dem dann sofort nach 2 Minuten der Kopf abgerissen wird? Der Bart abgerissen wird und dann verblutet John er. John Muchobär Senior. Der Vater von, okay, ja. Ich nehme an, bei eurem Humor wären die Tobria dann Alrik, Belrik und Zellrik heißen. Das kann passieren. Alrik, Benrik und Cedric. Ach, tatsächlich. Ja, sorry. Das war. Ach, das hast du schon festgelegt, ja? Ja, natürlich. Wir sollen Gastspielerplätze versteigern. So der Durchtauschplatz. Alle 10 Minuten kann jemand anders.
Das könnten wir machen, aber dann müssen wir uns einen guten Zweck überlegen, für den wir das versteigern. Nico, darauf solltest du reagieren. Tatsache ist, das hat mich ungefähr 1995 hat mich zum höchst bezahlten deutschsprachigen Spielleiter gemacht, dass wir sowas gemacht haben. Du hast das Konzept des bezahlten Spielers erfunden, offenbar schon in den 90ern, was heute noch ein heißes Thema ist. Ich habe zuerst gesagt, das geht überhaupt nicht, und dann haben sie gesagt, sie würden mich für Amnesty versteigern und im Jahr dahinter für Greenpeace, und darauf habe ich gesagt, okay, das ist okay. Ganz kurz dazu noch, nicht zum Thema Versteigern, aber zum Thema so irgendwie eben mitmachen. Ich hatte auch überlegt für dieses Abenteuer, darüber habe ich natürlich mit niemandem geredet bisher, deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal öffentlich. Ich hatte überlegt, für dieses Abenteuer auch so ein bisschen Chat-Partizipation einzubauen, also tatsächlich sowas wie, was passiert jetzt als nächstes Schlimmes oder auf welches Level eskalieren wir oder so. Also eventuell können wir da ein paar lustige Umfragen machen, wer jetzt, keine Ahnung, von dem, wie nennt sich das in Aventurien, dem Granatapfel getroffen wird oder was genau passiert, sowas wie, keine Ahnung, Untote oder Unwetter, Dinge, die man halt so ein bisschen, wo man ein bisschen Einfluss aufs Abenteuer auch hat. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Ich gucke vor allem Nico an, der mir weder zuhört noch mich anschaut. Ich höre dir mit einem Ohr zu und mit dem anderen rede ich mit dem anderen Ohr rede ich mit dem Chat, genau. Untote, ja, sag einfach mal ja. Ich sag alles zu allem, was du vorstellst. Also ich finde das eine coole Idee. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall weiter experimentieren, was so Partizipation angeht und Interaktivität und solche Aspekte. Wir haben da noch immer, sind wir ganz am Anfang, da geht noch so viel mehr, was wir mit Spielenden machen können, mit Leuten, die sich beteiligen. Ja, also ich finde das auch immer spannend, wenn man halt... Also es hat hauptsächlich den Ursprung, ich habe einen guten Freund, der auch viel Erfahrung mit Geschichten hat. Und der und ich, wenn wir leiten, machen manchmal so ein Spiel. Und das geht so, ich kriege am Tag vorher einen Anruf, ja, du leitest doch dann und dann, super, dann gebe ich dir jetzt ein Ding, das du einbauen musst und deine Spieler dürfen es nicht merken. Und das sind manchmal Dinge wie eine Sahnetorte, was ganz trivial klingt, wenn deine Runde nicht gerade die Tour de Combe spielen würde, ja, und von Wüstenoase zu Wüstenoase reist. Wie sollst du da zum Hacker eine Sahnetorte einbauen? Ja, ich hab danach, genau. Und das ist halt was, das haben wir früher immer gemacht, um so quasi Improvisationstraining, ja. Manchmal kam auch während der Pause so ein Anruf und du warst gerade in irgendeiner Endschlacht und der sagte dir dann, ja, bau doch mal bitte das und das ein. Irgendwann haben wir es dann aufgeweitet aus wahllose Zitate aus irgendeinem Buch im Regal. Und deswegen mag ich solche Sachen. Es kommt so irgendwas quer rein, von wegen, du musst jetzt Folgendes einbauen. Oder mach also aber vereinfacht gesagt, macht ihr so Product Placement, ohne euch bezahlen zu lassen dafür. Ja. Ja, ohne irgendwas davon zu haben, oder? Einfach nur, um dich zu fordern. Ja, um irgendwie eine totale dumme Situation zu haben. Und die Spieler haben auch eine Belohnung bekommen, wenn sie gemerkt haben, dass ich was eingebaut habe. Die wussten das dann irgendwann, ja, und haben dann immer gerätselt, war es das. Und das war gut. Also danke, Daniel, falls du dir das hier jemals anschaust. Das hat mir immer sehr große Freude bereitet. Deswegen mag ich so Sachen, wo jemand mitmachen kann oder irgendwas verändern kann. Sehr. Ja, das ist, was wir uns alle wünschen. Irgendwie Teilhabe, demokratisch beteiligt, einen Sinn im Leben zu haben. Ich denke, das finden wir eine Lösung. Einen Einfluss auf die Welt. Cool. So, oh, hat man macht Schlusswort. Ja, nein, wir müssen jetzt langsam wirklich salbungsvoll werden, weil sonst wird das hier nichts. Ja. Das ist ja. Salbe. Ich soll salben? Oder wer soll den salben? Ivi, sag du, was du gerne als Schlusswort von Thomas und mir hättest. Was? Ich keine Ahnung, ich wünsche einfach, dass ihr was Kluges sagt. Habt ihr den ganzen Abend schon gemacht? Könnt ihr noch mehr von denen machen? Habt ihr den ganzen Abend nicht gemacht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, einfach was Nettes. Oh. Du bist was Nettes oder was Kluges? Du hast dich unscharf gelacht. Oh. Das ist neu. Gut. Das ist wahrscheinlich die Katze schuld. Wahrscheinlich wird jetzt auf die Katze fixiert. Mir lange nicht mehr passiert. Die Katze ist ja nicht wirklich da, oder? Die ist ja. Here we go. Ich hatte ein Update für meine Kamera und ich befürchte, dass es passiert. Was passiert jetzt? Katze schuld. Ja, da ist die Katze schuld. Nein. Ja, keine Ahnung. Ich kann ja mal anfangen, wenn sonst keiner was sagt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alle Menschen da draußen, die
so lange unserem Geseier zugehört haben. Es ist so großartig, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Dem muss ich mich anschließen. Ich wollte eigentlich gerade, ich bin ja immer wieder abgelenkt, weil ich in den Chat gucke. Und du ja auch, ich weiß, du schreibst die ganze Zeit in den Chat. Ich wollte eigentlich noch eine Abschlussfrage stellen, die dann überleitet zu unserem Raiden. Aber ja? Vorher sollten wir die beiden Gäste noch reden lassen. Ich stelle die Frage trotzdem schon mal. Wen sollen wir gleich raiden? Sollen wir Writing Bull raiden, der für 470 Leute Sid Meier's Civilization 6 spielt? Sollen wir D&D raiden, die gerade Candlekeep Mysteries spielen? Sollen wir den Schlachtenwüter raiden, der Tabletop-Rollenspiele spielt? Was genau? Call of Cthulhu? Oder sollen wir Julicals raiden, die DSA 5, das blaue Buch Teil 2 von Theaterretter spielen, für 10 Leute? Wen von diesen... Schlachtenwüter war 20 Leute, D&D war 159 Leute. Theaterritter? Ja. Was sagen... Ich würde ja sagen, Thomas. Bei Cthulhu. Du sagst Cthulhu? Okay. Ich bin völlig fassungslos. Ich kann mit dem Jargon nichts anfangen. Ich kenne mindestens 6 Interpretationen, die alle zwischen kriminell und spaßig sich bewegen. Was wir da schieben passiert. Unsere Zuschauer auf einen anderen Twitch-Kanal und dann werden sie gezwungen sein, sich das Programm dort anzuschauen, bis sie sagen, ich gehe weg oder sich okay, Raiden heißt nicht, dass man dann dort absurdeste Beträge steuert, um Nein. Das Ganze durcheinander zu bringen. Okay, gut. Nee, es ist ein freundliches Raiden. Wir haben eine Tendenz im Chat, die wollen jetzt alle Theaterritter oder den kleinsten Zuschauer. Also ja, die kleinste Zuschauerzahl. Ja. Bitte, also Nico, bevor ich den Schluss war, die 145 waren eine erfundene Zahl oder wir schauen wirklich 145 Menschen zu? Aktuell noch, ja. Also gerade schauen 147 also Personen live zu. Ja. Im Verlauf des Abends haben mehr Leute zugeschaut. Das summiert sich dann auf zu so einer Menge von ein paar Tausend, die dann hier reingeschaltet und wieder rausgeschaltet haben. Aber gerade sind gleichzeitig 147 Leute hier. Ja. Okay, Leute, dann muss ich das einfach mal... Ich mache das jetzt seit... fast 40 Jahren, ich bin fassungslos. Jedes Mal wieder, ich begreife es einfach. Ich finde es einfach großartig, dass ihr das spannend findet. Es ist ein Montagabend und statt dass ihr euch irgendwas auf Netflix anschaut oder keine Ahnung, selber einen Raid in World of Warcraft macht oder Leute sinnvollerweise Kopfschüsse in Call of Duty verpasst, dass ihr lieber hier hängt und uns zuhört. Ich finde das einfach aufregend. Das war das, was mich immer motiviert hat. Ich habe immer was versucht, dem allen einen Sinn zu geben, was wir hier machen. Und gedacht, wenn euch das so wichtig ist, lasst uns irgendwas Verantwortungsbewusstes, Sinnvolles, Verrücktes damit machen, was uns Spaß macht. Offensichtlich klappt das noch immer. Also, ihr seid auf jeden Fall hier an der richtigen Adresse. Ich werde mit den Orkenspaltern in nächster Zeit noch jede Menge anderen kreativen Unsinn machen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Es macht immer wieder Spaß mit euch. Ach, da kann ich mich jetzt tatsächlich... Wir haben ja durchaus unsere Differenzen, der Hartmann und ich, aber da kann ich mich eben eigentlich vollumfänglich anschließen. Ich freue mich immer wieder, hier auf dem Kanal zu sein, weil gerade in den Talkrunden man tatsächlich mal ein bisschen lockerer das Ganze angehen kann, obwohl das Thema halt für unsere Arbeit aus den letzten 30 Jahren ist, 35 Jahren, fast 40 Jahren, aber wir es hier locker angehen können und ihr im Chat halt uns aufmuntert, clevere Fragen stellt und einfach man auch merkt, wie sehr ihr bei der Sache dabei seid. Also, ja, das ist ein tolles Feedback immer und deswegen sind wir gerne hier. Vielen Dank. Da kann ich jetzt auch nur noch genau sagen. Danke, dass ihr da wart. Es ist eine Riesenehre, euch hier zu haben. Vor allem euch drei jetzt hier als auch die für mich prägenden DSA-Menschen. Also ich habe es schon in den letzten Talks gesagt, ne? Wenn es euch nicht gegeben hätte, wenn ihr das nicht gemacht hättet, was ihr gemacht hättet, hätte ich Maike nicht kennengelernt, hätte ich nicht aufs Lab gegangen, hätte ich dieses Hobby nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde heute. Das ist, darf man gar nicht drüber nachdenken. Also ihr habt uns ja genauso geprägt. Wenn ihr nicht auf das Zeug abgesprochen wärt, hätten wir ja auch nicht diesen Weg gegangen und wir das gemacht. Du hast recht, so muss ich es mal sehen. Das ist eine Symbiose, ja. Dann würde ich noch kurz zitieren, was im Chat noch gesagt wurde von, da sind zu viele Isodels. Iliandira?
Vielen Dank für diesen entspannten Abend und das lockere Geseiere. Ich fand es sehr angenehm, interessant und spannend, euch zuzuhören und hier im Chat mitzulesen. Vielen Dank an alle, alle in Großbuchstaben, also auch danke an alle im Chat, danke an alle, die hier dabei waren. Und ich hoffe, wir machen das nochmal, spätestens nach Rohals Versprechen und nach Rausch der Ewigkeit natürlich. Ja. Iliandil? So ähnlich. Medikament. Ja, ich hätte auch jetzt Novartis gesagt. Novartis. Iliandira. Entschuldige, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Iliandira ist eindeutig ein Elfenmann. Ich wäre jetzt Star-Kameramann für alle möglichen Hollywood-Filme. Ja, ich glaube nicht. Das ist außerdem lang. Ich habe schnell gemerkt, dass das mir zu steril und unkreativ ist. Da musst du ja machen, was dir jemand sagt. Mhm. Ja, stell dir mal vor, dass es Ridley Scott, da hast du gar nichts zu sagen. Wäre furchtbar. Furchtbares Leben hätte ich als Kameramann von Ridley Scott. Oder es wäre Stanley Kubrick gewesen, der für Ausfälle, also sein Ausfälligwerden gegenüber den Mitarbeitenden auch berüchtigt war. Ich habe gerade gestern ein YouTube-Essay dazu geguckt von Maggie May Fish oder wie sie heißt, kennst du die? Sagt mir jetzt nichts. Da kam das Zitat auch wieder, wenn der Kameramann sagt, wenn Stanley Kubrick sagt, dass du auf das linke Nasenloch fokussieren sollst, dann gibt es kein anderes Nasenloch, das zur Debatte steht. Ah. Aber okay. Gut. Ja, wir kommen hier nicht raus, ne? Also ich wollte raiden. Schmeiß den Raid an. Ich schmeiß jetzt den Raid an. Es tut mir leid, dass ich hier. Normalerweise sitze ich ja nebenan und mache das, während Maigi charmant Abmoderation macht. Da bin ich einfach nicht multitaskingfähig genug. Das ist kein Alles Problem. Klar, danke auch an Ibis fürs Chat im Auge behalten. Kein Problem. Euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen, wenn ihr wollt, wieder für Drakensang oder Mittwoch für Borberat. So sei es. Und damit startet der Raid und ich drücke hier auf den Knopf und sage Gute Nacht. Gute Nacht.